Willkommen zurück zu einem weiteren Horror-Einteiler-Retrospektiven-Video mit einem Blick aus der Vergangenheit auf die Zukunft zurück, bewertend mit Corrupted und seiner Community. Das hier ist Pony Island. Das wird für Leute interessant werden, die es entweder noch nie gesehen haben oder die es damals gesehen haben. Denn es ist ein Spiel, was ich vor 6 Jahren hochgeladen habe. Ich meine ziemlich genau zu Release und ich glaube, es war damals ein absoluter Glückstreffer. Ich glaube, es ist selbst heute noch eins, es ist glaube ich unter meinen Top 25 erfolgreichsten Videos. Aber wenn man den ganzen FNAF-Scheiß rausnimmt, ist es glaube ich hinter den Top 5 oder sowas. Ich habe erst vor kurzem mal drauf geguckt, was eigentlich so von alten Videos mir wirklich abging und sowas. Und anscheinend ist das hier über die Jahre enorm gewachsen. Aber weil das Video halt 6 Jahre alt ist, meiner Meinung nach ist das Commentary von damals bei dem Video noch relativ gut halbwegs okay gealtert, weil ich das Spiel schon damals sehr ernst genommen habe. Aber, ihr seht wahrscheinlich jetzt, falls ihr es noch nie gesehen habt, es ist ein bisschen ein Horrorspiel. Es ist auf jeden Fall ein sehr weirdes, interessantes, enorm gutes Horrorspiel. Aber der große, nicht Horrorspiel, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Und der interessante Part ist, der Entwickler hiervon hat halt vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr Inscription rausgebracht, was ich definitiv demnächst mal als Einteiler oder halt als Dreiteiler machen wollte, weil das ist auf ein bestimmtes Konzept aufgebaut und das muss man vielleicht in mehreren Videos machen. Aber Inscription kommt demnächst und ich dachte mir, hey, als Vorbereitung dafür schauen wir uns vielleicht nochmal sein Erstlingswerk an, was auch schon wirklich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein richtiges Meisterwerk war. Absolut großartig. Da ich auch nicht mehr so viel von der Story und so weiß, den groben Ablauf natürlich schon, aber die einzelnen Punkte nicht mehr, werden wir es mal so spielen, als ob wir es noch nicht alles kennen würden und halt trotzdem im Endeffekt dann schauen, wie es heutzutage gealtert ist, wie der Kontext in der aktuellen Spielewelt von dem Spiel ist und sowas, wie das jetzt halt dasteht und wie man es jetzt halt aus heutiger Perspektive bewerten würde. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr es noch nie gesehen habt, wird das hier wahrscheinlich auch das interessantere Video im Vergleich zu dem von damals. Aber wir gucken einfach mal, Tickets gefunden, ja. Okay, ich glaube, wir können das Spiel auf Deutsch lassen, weil es eh keine Sprache gibt. Meine ich. Ich denke mal, es wird mittlerweile ganz gut übersetzt sein, ne? Okay, gut. Pony Island. Ich hoffe, ihr habt alle was Schönes zu trinken und zu essen da. Ich nehme einen Schluck Drink. Und schau mal kurz auf die Bewertung, weil ich kann mir vorstellen, dass durch den enormen Hype, durch Inscription, das Spiel ja auch ein bisschen mehr promoted wurde. 10.000 Reviews, ja. 95% positiv, bla bla bla, kostet 4 Euro. Oh. Das ist sehr günstig für das Spiel. Ich meine, es geht sogar 2 Stunden. Sehr cool. Okay, let's go! Okay, Pony fucking Island. Sind das die... die fröhliche Fassade? Okay, das können wir nicht ausmachen. Das weiß gar nicht mehr alles. In-App-Käufe sind auch schön. Aber ihr merkt schon, das sind die Optionen innerhalb des Spiels. Also nicht die Optionen fürs Spiel, sondern die Optionen innerhalb des Spiels. Das wird... merkt euch das mal. Das ist auf jeden Fall das halt Menü im Menü. Das ist wichtig. Wir starten einfach das Spiel. Oder auch nicht. Solche Sachen weiß ich halt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wann was wie benutzt wird. Können wir? Fehler. Kostenloses Ticket. Okay, dankeschön. Wir haben ein Ticket bekommen. Okay, was steht da? Verbesserter RNG. Ja, können wir nicht anmachen. Ist der Trailer an? Oh. Okay. Repariere das Startmenü. Dankeschön. Zurück. Was? Kann niemand zurück jetzt? Fuck. Obscure Option. Das geht an? Okay. Können wir jetzt starten? Goddammit. Okay, ich weiß, es gab super viele komische Funktionen im Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie die alle funktionieren. Check Start. Start to leave. Ich weiß, ich konnte irgendwie diese Buttons immer reinlegen. Ah, das ist der Key. Der Key muss da rein. Okay, okay, okay. Ihr merkt schon, das wird ein sehr verwirrendes Meta-Game, wo es um ganz viele verschiedene Ebenen geht, wo man Spiel im Spiel spielt und alles Mögliche. Gut. Ich hoffe, wir können jetzt ein Spiel mit Pony spielen. Das wäre schön.
Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel damals bewertet habe. Da ist was im Weg. Start here. Block. Kann ich den rausmachen? Ja. Du musst es einfach reparieren. Oder? Nicht wahr? Es hätte funktioniert. Ich habe es 1000 Mal getestet. Ich muss euch das eigentlich nicht übersetzen, ihr könnt es ja eh lesen. Okay. Das ist gleichzeitig spielt was trotzdem. Willkommen zu Pony Island. Ich bin gespannt. So, wie ging das nochmal? Ich konnte irgendwie springen. Das war es erstmal am Anfang, ne? Hopp. Wunderschönes Spiel. Level 51, 52, wow, nice. Fortfahren. Okay. Dann spielen wir jetzt erstmal 2 Stunden lang ein Spiel mit Ponys, wo wir einfach über Sachen drüber sprechen. Das hier ist schön. Ich hoffe, ihr habt Snacks dabei, um mir zuzusehen, wie ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen drüber springe. Ich bin vorbereitet. Darauf habe ich seit 6 Jahren gewartet. Was ist hier? What? Okay, ich habe nicht mehr alles in Erinnerung. Okay, ich kann anscheinend mit den Dingern in ein anderes Menü rein switchen. Ich hatte nicht in Erinnerung, wie gut die Musik im Spiel war. Okay, das Ding ist ein Reset. Und hier weiter. Okay, jetzt hat ein Ticket gegeben. Ich meine, wenn man alle Tickets einsammelt, kriegt man irgendein Secret Ende. Ich glaube, ich habe das damals nicht geschafft. Ich werde es diesmal wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich hätte mich einfach so spielen, wie ich es spielen würde. Erlebe den Rest von Pony Island. Füge deine Seele ein, um fortzufahren. Aha. Collect Sin. Broken Step. Soul Required. Okay, hier kann ich das muss wegmachen. Da beiden tausche ich aus. Das hier lang. Das da rein. Dann geht's hier durch, da runter und geht hier zu Crash Spiel. Tu nicht fortfahren. Was? Pony Island Exe. Pony Island funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht. Das ist eine ziemlich gute Übersetzung tatsächlich. Also für so ein Indie-Spiel, was von einem Entwickler ist, ist das eine sehr solide Übersetzung. Kann ich das einfach schließen? Ja, ich kann einfach zumachen. Das ist natürlich... Pony Island. PonyGalaxy.exe. Missing No. Aha, Pokémon-Memes, ja. Fehlerhaft. Okay. Das Pony Island ignorieren wir erstmal. Pony Galaxy? Space. Okay, wir haben ein neues Spiel. Wie. Okay. Kriegen wir dafür ein Ticket oder so? An sowas kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass die ganz grobe Thematik, aber was wir wo gemacht haben, so keine Ahnung mehr. Oh Gott. Okay, wir sollen nicht alle umlegen, wir sollen überleben, ne? Nein, ich würde doch. Boah, okay. Dann doch. Oh, das gibt ja. Oh. Difficult shit. Das muss. Gibt da bestimmt ein Ticket oder so. Hatte ich damals? Ich meine, ich hatte damals alle außer 1 oder sowas. Ich war, glaube ich, ziemlich nah dran. Das Spiel... Also, ich habe zumindest mittlerweile alle Erfolge von dem Spiel auf Steam. Ich weiß nicht, ob ich danach nochmal einen Run gemacht habe. Ich hatte, ich glaube, 2,5 Stunden Gameplay. Ja, 2,5 Stunden auf Steam angezeigt, als ich gespielt hätte. Vielleicht habe ich danach nochmal kurz gestartet, um den letzten Erfolg zu holen. Ah, ich habe... Okay. Komm, wir machen mal weiter. Machen wir bis 100 Punkte. Vielleicht gibt es noch ein zweites Ticket dafür, aber ich denke nicht. Ich meine, es gibt 22 Tickets. Die werden dann ja wohl kaum 2 in einem Minigame oder sowas verstecken, ne? Komm. Ich
ich hoffe, es gibt ein paar Leute von euch, die das Spiel nie gesehen haben, den Hype um das Spiel mitbekommen haben und immer wieder in der Community gehört haben, wie Leute das Spiel lieben. Und jetzt einfach nur bis jetzt das gesehen. Ich denke nur, was ist das Shit? Das sind ein paar Minigames. Das ist Bullshit. Ja, okay, bei 100 gibt es nichts mehr. Dann wird es wahrscheinlich jetzt noch nicht bei 250 irgendwas kommen. Oder komm, legen wir uns um. So. Ja, Missing Nova Leaks. Kann ich die Sachen verschieben? Nein, kann ich nicht. Komplettlösung Text. Okay. Soll das wirklich ein Guide sein? Also ein Joke-Guide, der mir genau sagt, was ich machen muss? Oder ist das hier irgendein Trick für genau ein Ticket irgendwo? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Können wir nicht starten. T-I-C, T-I-K, könnte das irgendwas bedeuten? Ticket. Nee? Aber kann ich den hier irgendwie sortieren? Weil das sagt doch genau Ticket. Vielleicht noch nicht? Das hat ein Geräusch gemacht? Ja? Warum ging das jetzt? Na gut, we got it. Ja, dann haben wir eigentlich nur als Möglichkeit, Pony einzuspielen. Nö, das können wir nicht. Gut, dann Messenger? Neue Nachricht. Okay. Hopeless Soul, hallo? Hallo, bist du da? Siehst du meine Nachrichten? Bitte antworte mir. Sprichst du Deutsch? Oh. Du müsstest diese Nachrichten sehen, aber es interessiert dich nicht. Wieso sollte es? Antworte, du Bastard. Entschuldige, das hast du nicht verdient. Verdient. Es sei denn, du hast das alles die ganze Zeit gelesen. Was war das? Hallo? Hallo? Kannst du das lesen? Bitte antworte. Hallo? Sorry. Hallo? Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe, aber hallo. Wer bist du? Ich nehme gerade dieses Spiel auf. Wer bist du? Hallo, ich nehme gerade dieses Spiel auf. Wer bist du? Wow, das ist ein langer Name. Na gut. Ich bin ein Gefangener dieser Maschine. Was? Ich möchte dich nicht in Panik versetzen, aber es ist möglich, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Ich habe einen Plan, aber nicht die Möglichkeit, ich hätte meinen Namen ändern sollen. Ich habe nicht realisiert, dass für den Rest des Spiels mein Name ist. Okay, das war vielleicht ein bisschen doof. Okay, ich habe einen Plan, aber nicht die Möglichkeit, ihn auszuführen. Du musst mir helfen. Wirst du mir helfen? Ja. Was war das? Wir haben neue Nachricht. Hallo nochmal. Fragezeichen. Du musst dich jetzt echt gut fühlen. Du hast dich aus Pony Island gehackt. Das positive Feedback für das Abschließen von öden Hüpfeinlagen war wohl nicht belohnend genug. Wer schreibt dir? Keine Ahnung. Was? Schreib unter keinen Umständen mit jemand anderem hier. Okay, nun mein Plan. Es gibt 3 Kernprogrammdaten von... Goddammit, chill. Das Runterscroll ist ein bisschen doof. Kernprogrammdaten von denen das Betriebssystem abhängt. Wenn du eine löscht, dann schwächt das seine Kraft. Wir müssen allerdings alle 3 löschen, um zu entkommen. Verstehst du mich? Ja. Gut. Entschuldigung. Was geht hier ab? Es war so schrecklich, dass du flüchten musstest. Du musstest es einfach. Mit wem sprichst du? Mit niemandem. Du bist so arrogant. Ich habe Änderungen an Pony Island vorgenommen. Wir werden sehen, was du nun davon hältst. Okay? Genug davon. Nein, ich wollte mir anderes schreiben. What the fuck? Du gehörst nun mir. Schreib ja, Meister. Nein, Meister. Ja, I got it. Danke. Wir können da eingeben, was wir wollen. Es wird immer zu ja, Meister. Hey, meine Maus! No. Wir werden sehen, ob immer noch zu gut für mein Spiel ist. Wir werden sehen. Ich kann meine Maus nicht steuern. Willkommen zurück. Okay, vielen Dank. System Tech Incorporated. Was ich direkt merke und anmerken muss, die ganze Meta-Ebene mit, wir schreiben mit Leuten und sind im Spiel, es hat ein bisschen an der Novelität verloren. Es ist nicht mehr ganz so beeindruckend, wie es damals, klingt doof, als es vor 6 Jahren war, aber wir haben mittlerweile so viele Spiele gesehen, die was Ähnliches machen, dass es hier nicht mehr ganz so krass wirkt, dass wir halt mit Leuten schreiben und dass Leute miteinander gleichzeitig mit uns schreiben und sowas. Das haben wir mittlerweile ganz oft gesehen,
Daher wirkt sie jetzt nicht mehr ganz so beeindruckend. Aber ich bin trotzdem interessiert, wie sie es hier genau umgesetzt haben. Was kann man, hier ist es. Ich weiß noch, ich fand dieses Hacking-Minigame hier sah damals richtig kompliziert aus. Aber wenn man einmal verstanden, was man hier machen muss, dann geht's eigentlich voll. Wir müssen hier einfach immer quasi einen Weg führen, ohne diese Dinger reinzugehen, dann einfach da unten zu diesem Schlüsselloch hinkommen. Das ging eigentlich immer. Okay, Pony Island. Was ist das hier? Gib mir das Passwort. Gib das Passwort ein Sterblicher. Gib zurück, um diesen Ort zu verlassen. Nein. Falsch. Ja, okay. Zurück. Zurück. Optionen? Wir können nicht in die Optionen. Nee, ich dachte, die Optionen sollen absichtlich Oblivion noch darstellen, aber ich glaube, das soll gar nicht so sein. Okay, das haben wir gemacht eben, oder? Warte mal, war nicht noch was? Können wir nicht nochmal rein? Okay, gut, start das Spiel. Verbesserte Ladezeiten, dankeschön. Du hast geglaubt, es wäre zu einfach. Was glaubst du nun? Take the tent, respawn. Dankeschön. Okay. Wir werden einfach automatisch gekillt von den Dingern. Wir können nicht viel machen. Wir haben drei Leben. Die drei Leben sind weg. Mein Spiel ist herausfordernd. Aber fair. Komm wieder, wenn du besser geworden bist. Oder überlasse mir einfach deine Seele. Können wir irgendwie chatten mit dem Typen wieder? Ich würde gerne irgendwie... Option. Wir können die Option. Repariere das Startmenü. Das hat nicht so gut geklappt. Komm mal über dran. Scheiße. Ponyphysik. Nein, warte doch mal. Ach, scheiße. Kann ich das irgendwie wieder dahin machen? Hier im Hintergrund steht irgendwas. Was war das denn? Okay, weg. Erweiterte Option. Erweiterte Audioeinstellung. Antwort auf deine Gebete. Das ominöse Summen kann ich nicht runtermachen. Höllenfeuer. Okay, Entschuldigung. Was für nervige Geräusche. Was, wenn ich alles hochmache? Ich will so kurz. Weil hier oben ist ein Herz. Vielleicht muss das erreicht werden, wenn ich alles komplett hochmache. Ticket ausdrucken. Okay. Das ist gut gemacht. Es ist schon gut gemacht. Ich meine, auch wenn diese ganze Ebene mit, ja, man verliert seine Seele, ist im Spiel gefangen und so, ein bisschen overplayed ist mittlerweile. Diese ganzen Menüspielereien und so hier, die sind immer noch unübertroffen, finde ich. Erweiterte Spieleinstellung. Alte Prototypen-Option. Freier Wille. Hätte ich es vielleicht nicht anmachen. Wirklich nutzlose Option, oder? Haben wir irgendwas? Pony-Klingen. Können wir nicht anmachen. Unbegrenzte Munition. Pony-Mobil. Okay, wirklich nutzlose Option. Oh, for fuck's sake. Keine Ahnung? Ah. Sicherheitseinstellung, elterliche Kontrolle. Was? Erlaubnis auf Erden zu sterben. Aha. Sende Fehlerberichte. Vielleicht ist mir egal. Kannst du die Frage wiederholen? Ja. Passwortinfo. Baphomet. Okay, merken wir uns. Merken wir uns. Baphomet. Chatverlauf. Können wir meinen Namen ändern? Wer bist du? Keine Ahnung. Ja, mit niemandem. Können wir das ändern irgendwie? Nee, okay. Codespeicher. Ach du Scheiße. Ah, oh, das war so süß gemacht. Ich meine, der Entwickler hat einfach ganz viele Keys für sein Spiel in seinem Spiel halt versteckt. Und hier steht extra sein, liebe Seele, nimm nur einen. Das ist süß. Oh, da kann ich mich noch... Ihr müsst gar nicht versuchen, ob noch einer von denen geht. Die waren wahrscheinlich nach 5 Minuten nach Release des Spiels vor 6 Jahren schon alle weg. Aber es ist niedlich. Ich könnte mir vorstellen, dass der Entwickler hier wahrscheinlich vor ein paar Jahren vielleicht mal oder alle paar Monate mal neue Keys hier reingelegt hat. Das ist ja süß. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Okay, ich kann nichts davon andrücken. Gut. Ich glaube, hier passt doch den vor Baphomet, ne? Ja, Baphomet, okay. Sollen wir uns irgendwo aufschreiben? Ich weiß nicht, ob neue Keys, als ob neue Passwörter im Laufe des Spiels dazugekommen sind. Ich markiere es mir lieber mal auf. Hier, da. Kopfschmerztablettenpackung. Okay, ich mache einfach Buff. Den Rest werde ich mir merken können.
Okay. Ein Passwort ist Baphomet. So. Kann ich wieder zurück? Ja. Kann ich... Habe ich jetzt irgendwas geändert? Ich glaube nicht. Ich habe immer noch das gleiche... Fuck, ich habe immer noch keine Möglichkeit zu kämpfen, ne? Gut, dann gehen wir drauf. Scheiß drauf. Dann gehen wir schnell. So, was müssen wir hier nochmal machen? Können wir irgendwie raus? Ort zu verlassen? Ach, Baphomet. Was ist für hier? Baphomet, ja genau. Korrekt. Nun kannst du eine von drei Fragen stellen. Wer war ich? Wann bin ich gestorben? Wer hat mich getötet? Wer war ich? Dein Name war Theodore. Du hast eine Mutter und eine Tochter hinterlassen. Okay. Das reicht fürs Erste. Gib zurück zum Verlassen ein. Hiermit können wir nichts machen. Ist irgendwas davon nicht angekreuzt? Ne, wir können damit auch nichts ändern, ne? Die sind alle... Okay, dann wahrscheinlich irgendwas hier drin. Sicherheitseinstellungen. Wann bin ich hier mal mit drin? Spieleinstellungen? Alte Prototypen-Option. Irgendwas hiervon wird sein. Wie machen wir die Sachen hier weg? Irgendwas davon werden wir machen müssen, damit wir irgendeine Form haben, um uns zu verteidigen. Ne? Meine Frage ist halt nur, wie kriegen wir diese komischen Blöcke hier weg? Wirklich Nutzungsoption. Was ist das nochmal? Erweiterte Spieleinstellungen. Es gibt bessere Optionen. Rettungsoption für Ponys. Cheater. Ich werde dich in meinem Spiel nicht cheaten lassen. Ich will nur mein... Lass mich doch mal den Pony-Laser aktivieren, Mann. Hallo. Was ist das hier? Okay, ich kann auf jeden Fall nicht draufdrücken. Was haben wir hier? Okay, das weg. Das ist auch weg. Ah, einmal hier hin. Jetzt nicht? Kann ich irgendwie umwandeln? Kann ich das? Warte mal, ich habe eine Idee, wie ich's. Oh, das ist schwierig. Okay. Jetzt das dahin, das hier hin. Eins weiter. Okay. Jetzt dahin. Got it. Pony. Hallo. Okay, so geht das nicht. Hier oben haben wir was. Verhält? Was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier steht. Ist mir auch egal. So, einmal hier hin rüber. Darunter. Und das hier hin. Okay. Das hier runter und das einfach irgendwo hin. Gut, ich muss auf jeden Fall immer alle platziert haben, damit ich mich weiter bewegen kann. Kann ich immer noch nicht? Nee, gut. Das Spiel möchte mich immer noch abhalten. Wie gesagt, das Spiel will mich abhalten, Mechanik. Die haben wir natürlich mittlerweile ziemlich oft in Spielen gesehen, aber trotzdem ist das hier super gut umgesetzt, finde ich. Ach du Scheiße. Okay, einmal nach links. Hier wahrscheinlich nach rechts. Und hier machen wir die Reset-Dinger rein. Wo ist denn der letzte? Wo bin ich? Fuck. Okay, hier wieder nach links. Got it. Increase size. Haha, jetzt kannst du nicht mehr ausweichen. Okay. Wir haben den Pony-Laser bekommen. Geh zurück und schalte das wieder aus. Du kannst damit nicht spielen. Tut mir leid, ich werde es trotzdem tun. Ja, es ist immer noch cool. Es ist immer noch echt cool. Hopp. Freue mich an die Kreativität in dem Spiel sehe. Ich freue mich richtig auf Inscription. Vor allem, weil ich halt wirklich so ein richtiger Fan bin von so Deckbilder, Karten,
Roguelike-Spielen wie Slay the Spire und alles in der Richtung. Und das soll ja ein bisschen in die Richtung aufgebaut sein, da freue ich mich enorm. Vor allem, wenn es halt so ein bisschen Horror ist, ein bisschen wieder so Genre, Meta-mäßig, Bending, whatever. Ich glaube, es könnte mir super gut gefallen. Hopp. Weil das Game war ja irgendwie so ein bisschen einer der Urväter dieses Genres, ne? Du Betrüger. Hey, mein Kopf. Okay, ich habe es hier. Ich habe es hierher geschafft. Sieht so aus, als sei er abgelenkt. Das ist unsere Chance. Das ist es. Das ist die Kerndatei. Das sieht wie ein Demon aus. Das ist eine Art Verteidigung, welche er für die Datei erstellt hat. Sollte kein Problem sein, da sie verschlossen ist. Seltsam. Okay, können wir das löschen? Nein, können wir nicht. Aber wir können die Dinger hier öffnen. Können wir nicht? Das sind Locks. Wie bewegt mich hier? Gar nicht. Oh. Okay, wir haben irgendwas gestartet. Oh oh. Sei gegrüßt, Sterbliche. Ich wurde zum Beschützen erschaffen. Diese Kerndatei. Hast du etwa geglaubt, dass dies einfach wird? Ja, natürlich. Komm, let's go. Kannst du mit uns reden? No? Oh, hat das cool gemacht. Guck mal, ich kann meine Maus hier überall lang bewegen, um Sachen zu machen. Sobald ich da rein will, wird meine Maus wirklich blockiert. Die geht da einfach nicht rein. Sehr schön. Ja, okay, Azazel, was machen wir denn mit dir? Ist irgendwas, wo ich wieder reinhacken kann? Nein. Du willst doch nicht antworten. Kann ich ja wie tippen? Nein, kann ich nicht. Ich kann auch die Sachen hier nicht aufmachen. Habe ich das Spiel verbuggt? Oder muss ich irgendwie... Dieser Kreis drumherum ist halb ausgemalt, dieses Pentagramm. Muss ich damit irgendwas machen? Muss ich das nachmalen? Game? Oh! Rüber, links. Nee, lass mich doch mal. Es ist so cool gemacht. Es ist wirklich cool gemacht. Okay, du dahin, du. Nee, das. Ja, danke, ist richtig. Du hast mir geholfen, Vollidiot. Kinderspiel. Ja, das warst auch du. Du wirst nicht noch ein Schloss knacken. Sicher? Mal gucken. So. Runter? Nee, dahin. Nee, mach das mal. Nein, warte mal. Das schaffen wir schon. Nee, das ist doof. Mach mal weg. Nein, hallo, lass doch mal. Ach, oh. Ist das eine Art Tic-Tac-Toe gegen die Verteidigungsdatei hier? Wir dürfen immer abwechselnd ein Ding platzieren, er platziert das andere. Und ich kann neu starten. Hat das cool gemacht. Okay, was hundertprozentig ist das hier? Ja, das ist fragwürdig. Ich würde das gerne da. Nee, das ist scheiße. Können wir das lassen? Jetzt mal lieber dahin. Nee, warte mal. Hör mal auf kurz. Nein, falsch rum. Okay, kann ich Sachen machen, während er die bewegt? Also kann ich einfach, wenn ich schnell reagiere. Geh du dahin? Ja, okay. Das ist cool. Das ist ein kleines Logik-Puzzle. I like it. Das Glück ist auf deiner Seite. Ja, dann streng ich vielleicht mal ein bisschen mehr an. Aber ich habe den größeren Verstand. Yeah. Natürlich, Buddy. Wie mach ich die wieder auf? Da. Also gleich wie eben. Okay, hier werden wir keins brauchen. Da. Und das ist hier richtig. Und das ist da in Ordnung. Nee, das wollen wir nicht.
Ne, dich wollen wir auch nicht. Ja, das ist scheiße. Dahin? Du dahin? Nee, nee, da. Das ist auch scheiße. Jetzt machen wir hier hin. Dahin? Dahin, fertig. Oh, I like it. I love it. Was machst du da? Ich finde tatsächlich, ich werde nicht versagen, mein Meister. Achso, ich werde nicht versagen, mein Meister. Ich finde tatsächlich diese eine Logikpuzzle einfach nur mit dem abwechselnden Dinger dahinlegen. Das ist eine super coole und weiterführung von Tic-Tac-Toe im Endeffekt. Ich finde allein nur mit dem Spielprinzip könnte man ein ziemlich cooles Puzzle-Game machen. Also wirklich nur damit. Ich meine, wahrscheinlich wird das nach 20 Minuten ein bisschen boring werden, weil es im Endeffekt immer das gleiche ist. Aber es ist richtig cool. Der Typ ist so kreativ. Kann man dich auch öffnen? Nee? Muss ich was anderes machen? Ich will doch nur hier den Scheiß. Dankeschön. Okay. Gleiche wie eben. Das ist X. Ah, da kann ich nichts platzieren. Ja, das macht es jetzt ein bisschen komplizierter. Weil. Was? Oder kann nur er da die Sachen platzieren? Ah, sobald die einmal drin sind, ist er stuck. Oh, shit. Okay, das macht's komplizierter. Du dahin. Ich würde gerne ausprobieren. Ich glaube, wenn ich versuche, zu schnell zu reagieren, wird er auch schneller, ne? Ich glaube, es soll gedacht sein, dass man abwechselnd Züge hat. Gut, dann du dahin. Nee, das ist scheiße. Da bin ich voll dagegen, dass du den da platzierst. Und immer dahin. Hör mal auf jetzt. Ja, Mist. Ja, das ist doof. Okay, also ich muss zuerst die schlimmen Dinger irgendwie loswerden, weil wenn er da ein Scheißding reinmacht, war es das für mich, ne? Das heißt, das muss hier hin. Und das muss da unten hin. Und das machen wir hier hin. Das heißt, die schlimmen Dinger sind schon mal weg. Du da hin? Nee, nee, lass mal. Das, machen wir hier hin. Hier hin. Dahin. 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 Ja, wir haben's. Er löst es für uns. Okay. Ich hatte das Rätsel hier gar nicht in Erinnerung. Ich wusste, es gibt diese komischen. Ja, reden wir gleich. Narr. Dein Prophet ist nicht echt. Meinst du? Aber deiner schon, ja? Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass sie so komplex geworden sind mit dem abwechselnden Spielen davon. Ich wusste nur noch, man musste die, so wie sie ganz am Anfang gezeigt wurden, so ein bisschen mal machen, wo man halt einfach die ein bisschen getimed hat, ein bisschen halt während der Cursor runtergeht, muss man die Dinger ein bisschen umplatzieren und sowas. Aber ich hatte nicht in Erinnerung, dass man die gegeneinander spielen muss. Sehr cool. Lösche Kerndatei. Können wir das machen? Du bist ein ziemlich schlechter Beschützer gewesen. Ich sag's mal ganz ehrlich, ne? Muss ich meine Maus drauflassen? Ich kann damit nichts machen. What? Ah, Doppelklick. Sind Sie sicher? Ja, ja. Du wurdest getäuscht, wir haben es geschafft. Kerndatei okay. Eine von den drei Kerndateien fehlt. Neu starten. Lieber nicht neu starten. Fortfahren. Satan Tech Inc. Okay, wir haben verschiedene Benutzer. Wer auch immer das ist, beschädigt. Können wir nicht. Hopeless Soul ist der Typ, mit dem wir immer geschrieben haben. Also anscheinend war der auch schon mal hier in diesem System drin. Gast sind wahrscheinlich wir. Können wir bei dem einloggen? Passwort. Baphomet wird es nicht sein. Passwort, wahrscheinlich Passwort. Nee, okay. Können wir irgendwas hier. Nee, irgendwas hier an den Seiten versteckt oder so? Nee. Bagomet, Nee, okay. Sonst haben wir auch nichts. Gut, dann müssen wir. Nee, fuck. Oh, okay, cool. Verschoben. Okay, ausloggen. Nee. Missing No ist wieder Missing No. Pony Galaxy, können wir das verschieben? Können wir nicht. Fehler. Dreieck PNG.
Ja? Alles klar. Fehlerhaft Messenger. Neue Nachricht. Hopeless Soul, bitte antworte, wenn du diese Nachricht siehst. Yo. Gut, ist so gut, dich wiederzusehen. Dieser Azazel-Typ war verrückt. Falscher Prophet hat er gesagt. Hahaha, bist du noch da? Ja? Irgendwas komisches. Komisches. Komisches ist gerade passiert. Du hast dich mit der ersten Kerndatei gut geschlagen. Dennoch müssen wir uns noch die zwei verbleibende, uns um die zwei verbleibenden kümmern. Trotz der Menge an Daten, welche beschädigt wurde, wird die Sicherheit erhöht. Es wird nicht einfach, ein weiteres Portal zu öffnen. Ich habe eine Idee. Log dich mit meinem Profil ein. Das Passwort ist 2734. Okay. Triff mich dort drüben. Okay. 2734. Können wir sonst irgendwas hier machen? Pony Galaxy spielen. Nein, das ist wieder das gleiche. 2734. Na gut. Du hast es hierher geschafft. Yes. Willkommen in meinem Heim. Thank you. Er hat bisher mein Kennwort nicht erraten können, wie auch immer. Mein Plan, öffne das Durchsuch-Prox-Tool. Okay. Portal-Gen-Tool. Na gut, machen wir es mal, dass er sagt. Und jetzt? Ja, das ist es. Wir müssen das Programm mit der schlechtesten Sicherheit finden. Etwas mit weniger als 5% erlaubt mir, ein weiteres Portal zu öffnen. Zur zweiten Kerndatei. Es muss unglaublich schlecht programmiert sein. Korrumpierung. Sicherheit. Okay, wir müssen Sicherheit anschalten. Kleinste zum größten. Und jetzt? Pony Island Echse. Verstehst du, was das heißt? Wir müssen... Wenn du von dieser Maschine erlöst sein willst, musst du ein weiteres mit Pony Island spielen. Ich beneide dich nicht, aber es muss getan werden. Ja, war jetzt auch nicht so schlimm. Pony Galaxy hat 81%, das ist nicht so gut. Finde Pony Island und spiele es. Ich werde so schnell ich kann ein Portal für dich öffnen. Das beschädigte Profil neben meinem sieht interessant aus. Ja, haben wir das Passwort dafür? PW? Fragezeichen? Ich wünsche mir, ich könnte mehr helfen. Okay. Wir haben da kein Passwort für. Das beschädigte Profil neben deinem. Das können wir nicht öffnen. Portal Gen Tool. Oh! Was? Ich brauche dich in einem Programm mit niedriger Sicherheit, damit das funktioniert. Okay. Also, wir lassen dich hier in dem Benutzer drin und währenddessen switchen wir rüber zu dem, wo wir kein Passwort haben. Oder ist das gleiche Passwort wieder? 273. Das geht natürlich auch, ne? Wir haben die Passwort-Eingabe einfach kaputt gemacht, da konnten wir rein. Okay, das sieht nicht gut aus, wo wir sind. Was ist das da? Keine Ahnung. Was ist das hier? What the fuck goes? Passwort, Sicherung, TXT. Gast, nichts. Hopeless Soul 2734. Beschädigt, I am Error. Und das andere ist Ponys. Okay, Ponys. Das ist das andere Passwort, merken wir uns. Ponys. Willkommen zurück. Das ist schon gut gemacht. Schmetterlinge. Goddammit. Na gut. Siedler von Satan. Oh Gott. Keine Ahnung. Ist das Siedler von Katan wahrscheinlich, ne? Wie spielt man das? Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wie man das spielt. Würfeln? Lehm. Siedlung? Kauf eine Straße. Okay. Ach, wir brauchten drei mal eine 6. Das war... Okay. Ich habe keine Ahnung, was da gedrückt habe. Ob das irgendwelchen Regeln von dem normalen Spiel folgt. Aber anscheinend haben wir es richtig gemacht, weil wir haben dreimal... eine 6 gewürfelt oder dreimal eine 6 als Ergebnis gehabt und damit haben wir ein Ticket bekommen. Schön. Ja, wir müssen sehr wahrscheinlich Pony Island spielen. Wir können das mit ponyflügel.png. Können wir den irgendwie ausschneiden oder so, damit wir Flügel bekommen? Ich meine, irgendwie sowas gab's. Anscheinend nicht. Messenger.
Willkommen zurück. Ach, das ist unser... Hey. Das ist, ja, die andere Person, die mit uns geschrieben hat. Bist du noch da? Halt die Klappe. Oh. Sorry, Alter. Okay, hier fällt mir gerade auf, ihr habt mir sehr oft Buddy Simulator 1984 vorgeschlagen. Das werde ich demnächst auch mal spielen. Ich habe da ja die Demo von gespielt, vor 2 Jahren oder sowas. Und mittlerweile ist ja die Vollversion rausgekommen. Die soll ziemlich gut sein. Die werde ich auch irgendwann mal spielen, wie ganz viele andere Spiele, die ich angekündigt habe. Neue Nachrichten, das sind immer die gleichen. Okay, Messenger fehlerhaft, fehlerhaft. Ja, dann haben wir wohl keine Wahl, ne? Dann werden wir wohl Funny Insel spielen. Schön, freue mich drauf. Satan Tech Incorporated. Das ist ein bisschen -666. Ein bisschen grusiger als eben. Ah, was haben wir hier? Okay, da kommen wir zurück. Wir können weg, rüber. Okay. Du dahin, du dahin. Dankeschön. Können wir auch noch in die Optionen gehen? Abenteuermodus. Du warst fleißig. Das war ich auch. Ich habe Pony Island ein paar Verbesserungen verpasst. Der Abenteuermodus ist eine Spieldesign-Revolution. Oh, das ist was für uns. Bitte halte dich dieses Mal zurück, Cheats zu benutzen. Ich werde es versuchen. Du willst mich ver... Nur ein kleiner Bug. Lass mich das reparieren. Okay. Währenddessen tauchen wir mal kurz hier ab. Und gucken, was ist das denn? Ein Portal? Ja, ein Portal, ne? Okay, got it. Continue easy puzzle to new... Warte, was steht hier? Continue easy puzzle too simple new effective mechanic will get difficult. Oops. Okay. Na gut. Ja, einmal dahin, einmal dahin. Alles klar. Abenteuermodus. Ja, jetzt haben wir halt dein Scheißspiel wieder repariert, weil du wieder zu unfähig warst. Ah, ich erinnere mich. Das ist neu. Es gibt eine Menge an beschädigten Daten nördlich von dir. Unsere beste Chance, ein weiteres Portal zu öffnen, liegt dort oben. Spiel einfach mit und lass ihn nicht... Was ist das? Na gut. Ist irgendwas drumherum? Nee, Start. Okay, kann ich schießen. Was ist das? Repair Lasers. Laserstärke zurückgesetzt auf 0. Laserstärke plus 1. Laserstärke plus 1. Okay. Alle paar Schritte, die ich mich bewege... Ah, nee. Okay, das ist ein kleines Rätsel. Got it. Ja, es ist... Ich weiß schon, wie es ging. Die Laserstärke muss größer als 0 sein, sonst können wir unten nicht durch. Das heißt, das ist ein kleiner Check. Das heißt, wir müssen sehr wahrscheinlich einmal hier durch. Okay, jetzt machen wir hier oben das weg. Machen beide zu Portalen. Und jetzt... So. Können wir durch. Hopp. Bzzz. Ups. War dumm. Bzzz. Bzzz. Es kommen neue Gegner dazu. Hopp. Es ist so liebevoll designt, das Spiel, finde ich. Das ist wirklich großartig. So. Okay. Geschafft. Wie schön. Die große Kluft. Gehen wir zum nächsten Level.
Guck mal, was hier passiert. Hopp. Wir haben unseren Laser wieder. Dieses komplett fehlende... genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Dieses komplette Fehlen von Soundeffekten und Musik zum Großteil, abgesehen von dem Sprunggeräusch hier. Es ist schon sehr atmosphärisch. Ist schon sehr cool gemacht. Gut, ich schätze, wir müssen zurück. Naja. Das Level ist ein bisschen knifflig. Versuche erst, ein Level aufzusteigen. Du kannst hier Erfahrung farmen. Dankeschön. Ich meine, er will ja zumindest, dass wir das Spiel durchspielen, ne? Er will es nicht unmöglich machen. Er will nur nicht, dass wir cheaten. So. Grinden wir mal ein bisschen. XP gefarmt. Erfahrung errungen. Eins. Gratuliere. Noch weitere 99 XP benötigt. Du solltest dafür bei diesem Tempo nicht so lange brauchen. Okay. Gain XP plus 20. Ja, das ist cool gemacht. Ich meine, guck mal, das sind halt diese Puzzle, die werden jetzt halt im Kontext des Spiels umgewandelt, damit sie nicht nur als Puzzle schwerer werden, so wie eben, wo wir halt quasi einen bestimmten Bereich erreichen müssen, damit wir überhaupt weitermachen können, wie sowas halt wie, muss größer als 1 sein. Jetzt farmen wir halt wirklich hier durch Erfahrung. Umso höher die ist, umso ein höheres Level sind wir. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Okay, einmal hier hin. So, jetzt 2 Portale und dann ewig grinden, ne? Ah, die müssen ja ganz oben. Dann machen wir das. Wie machen wir das? Müssen wir resetten ganz oben? Ja. Guck mal, das ist cool gemacht. Jetzt haben wir dieses Reset-Ding, was vorher immer quasi der Todesknopf war. Geht's über 100? Ja. Wird jetzt quasi verwendet, um ein Rätsel zu lösen. Das Spiel macht eine Sache enorm gut. Es bringt einem nach und nach immer die Mechaniken bei und verwendet sie dann immer mehr und mehr mit jedem Puzzle in anderen Kontexten. Und teilweise werden auch Sachen, die vorher halt was Schlimmes waren, dann als was Gutes benutzt. Und trotzdem ist es halt super abwechslungsreich die ganze Zeit. Ich meine, klar, es sind so ein paar Sachen, die wiederholen, aber was haben wir jetzt? Ach, zurückgesetzt. Ah, fuck. Das habe ich nicht gelesen. Ja, dann müssen wir nochmal das machen. Ja, gut, dann müssen wir nochmal hier ein bisschen grinden. Okay, wir können das schon mal hier als Portal machen, weil das müssen wir gleich umsetzen. Ja, okay, so. Portal. Runter. Minus 20. 120. Bam. Warum? Warum kannst du nicht einfach mein Spiel spielen? So wie ich es vorgesehen habe. Sorry, Mann. Genieß die Flügel. Cheater. Haben wir die Flügel jetzt? Ich denke schon, ne? Okay. Hopp. Schön. Unser Pony mit Dämonenflügeln. So, hopp. Okay, es war trotzdem sehr knapp, aber wir haben es geschafft. Schönes Level. Einfach nur einmal fliegen, das war's. Scheiß Grind-Spiel, ey. Oh, hallo, Ticket. Können wir dich einsammeln? Nö. Okay, wir können während wir fliegen auch lasern. Zzz.
Okay, meine Füße sind keine Hitbox, merke ich gerade. Also ich kann knapp durchfliegen, ist nicht so schlimm. Ich merke übrigens, damals schon hat das Spiel immer ein bisschen geleckt, wenn ich Gegner töte. Und dass es immer noch tut, glaube ich tatsächlich, das ist absichtlich. Ich glaube, es soll so sein. Ich glaube, es soll einfach halt die schlechte Technik, auf der ich Spiele simulieren, die halt jedes Mal mit irgendwelchen Gegner sterben oder so nicht mehr ganz klarkommt. Was soll der richtige Weg sein? Keine Ahnung. Gehen wir da lang. Höhle der Tränen. Noch nicht. Start. Vielleicht können wir hier ein bisschen Erfahrung fahren. Ist so still. Hallo? Okay, können wir es nochmal machen? Oder war es einmalig? Okay, es war nur einmal da. Gut, dann haben wir es zumindest gemacht. Gehen wir zurück. Wie kommt das Ticket dran? Weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Klippen des Gerichts. Oh, schaff ich das? Ja, schaff ich. Hopp. Ich glaube, ich kann mein Laser unendlich lang benutzen. Boah, die Sprünge sind echt knapp teilweise. Das muss man gut timen. Sau weg. Ah, der stimmt, in der Mitte. Ah, ich sehe es jetzt erst. Wir haben einen Balken in der Mitte, der sich auflädt. Okay, da geht's hoch. Aber ich würde eigentlich ganz gerne zu einem Ticket. Ich weiß nicht, wie es ging. Ah, nee, ich glaube, ich habe eine Idee. Können wir da was machen? Was? War kleiner als 0. War zurückgesetzt auf 0. War minus 1. Okay. Was, wenn wir hier nach links gehen? Reset das denn? Okay, dann gehen wir durch. Gut, got it. Gut, das schon wieder. Das war eine coole Mechanik, um uns, ein cooler Weg, uns beizubringen, dass, wenn wir ganz links in der Reihe sind und nach links gehen wollen, wie einfach geradeaus weiter nach unten gehen. Das ist so, jedes Puzzle wird gleichzeitig ein bisschen schwerer, aber bringt uns auch immer so eine ganz kleine Neuigkeit, Kleinigkeit mehr bei, die man in einem weiteren Rätsel benutzen kann. Das ist sehr gutes Design. Steht hier Blutnebelpass. Gruselig. Ja, gruselig. Oh, okay. Spooky Nebel. Oh, come on. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Irgendwann wird es ein bisschen nervig, wenn man einmal aus diesem Bereich reinspringt, das ganze Level hier von vorne machen zu müssen. Aber es passt doch dazu, dass man hier einfach ein bisschen, obwohl es super easy ist, konzentrieren soll. Die Sprünge sind manchmal echt ein bisschen eng. So. Krieg ich eigentlich hierfür auch Erfahrung oder so? Ich glaube nicht. Erstmal zurückdrücken. Also von vorne machen. Aha, was ist das denn? Krieg ich jetzt runter? Ich kann weiter. Spielen kann ich das nicht. Okay. Soll das ja eigentlich implizieren, dass ich die Level hier gerade spiele? Dass ich halt nur nicht im Spiel sehe? Aber spielt mein Charakter die Level hier gerade oder ist es einfach nur ein Weg, wo ich langlaufe?
Das könnte ja beides bedeuten, ne? Ist auch Ende. Na gut. Weil meine Flügel vorher auch schon blau manchmal? Ah ne, die sind rot und blau gemischt. Okay, okay. Das ist der Glitch-Effekt einfach. Was mich jetzt aber definitiv auffällt, was ich beim ersten Mal nicht so fand, das Gameplay selbst wird ein bisschen schneller monoton, als es damals geworden ist. Ich glaube halt, weil man etwa weiß, was man zu erwarten hat. Aber ich weiß auch nicht mehr alles, weil ich glaube, ich fand das Gameplay selbst damals ein bisschen spannender. So. Will ich da lang? Was ist denn hier unten? Also es gibt natürlich noch ein paar Twists zu dem Gameplay, die später im Spiel kommen werden. Aber selbst das hier schon wirkt jetzt schon ein bisschen so, ja okay, du kannst schon was Neues jetzt reinbringen. Aber ich glaube, das hätte man nicht so schnell, wenn man zum ersten Mal spielen würde. Diese Musik-Twist. Du machst das so toll. Nun brauche ich mehr Zeit. Mehr Inhalt für dich zu erstellen. Wieso machst du nicht eine Pause? Ich bestehe darauf. Nein. $3. Okay, was haben wir? Oh Gottdammit. Okay, wir müssen zwei Positionen verändern. Beide müssen. Okay, die X-Position muss kleiner als 0 sein. Da ist das. Okay, dann wie machen wir das? Da hier einmal ein Portal hin. Das Portal geht dahin. Das Portal andere geht. Oh Gott, so. Ne, wir müssen zuerst. Warum machen wir das? Wir müssen zuerst Y. Moment. X-Position kleiner als 0. Wie kriegen wir die kleiner als 0? Indem wir das hier einfach wiederholen. Aber ich glaube, es ist die falsche Reihenfolge, ne? Wenn wir das jetzt einfach so machen. Ja, das ist jetzt frei. Hilft uns aber nicht sonderlich. Weil sobald wir jetzt runtergehen, würden wir die X-Position auf 3 setzen und Y auf minus 3. Wenn wir Y auf minus 3 setzen, können wir da nicht durch. Wie gehen wir da weiter? Ja, machen wir weiter hier. Mal auf minus 2000 oder so in der Zeit. Wir haben keine Pfeil nach links oder sowas, ne? Das wäre hier, glaube ich. Moment. Wenn wir jetzt hier das hin machen. Hier machen wir die X-Position kaputt. Und da machen wir das Y. Wir müssen eigentlich. Hey, wir müssen irgendwie das Ding hier skippen. Ist irgendwie ein Weg dabei? Das ist halt das Fiese bei dem Spiel, weil man rechnet jetzt halt bei vielen Puzzles damit, ob es irgendeinen kleinen Joke gibt oder so, dass irgendwas, was man an der Seite anklicken kann. Oder muss es einfach nur ganz normal logisch lösen? Y-Position größer als 0. Ist nur hier Y plus Ding? Wenn nur hier ein Y plus Ding ist. Wie machen wir das denn? Ah. Ja, okay.
Nee, doch? Doch, 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 doch. Okay, das ist ziemlich fies. Ich glaube, wir müssen es aber andersrum lösen. Wir müssen zuerst das Y-Ding machen, danach das X-Ding. Wir müssen, weil wir sind gerade hier. Wir resetten das hier darauf. Wir gehen hier hin. Wir machen da einmal das Ding hin. Okay, Moment. Wir müssen uns kurz ein bisschen bewegen. Kurz, okay. Warte, noch ein bisschen weiter. Wir müssen über das Y drüber. Was passiert, wenn wir hier durchgehen? Starten wir wieder von oben? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir starten wieder von oben. Wenn wir von oben starten, machen wir jetzt hier die beiden Portale hin. Ja. Okay, 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 okay. Got it. Gut, dann machen wir jetzt... Okay, jetzt haben wir das gelöst. Okay, dann starten wir mal in der oben... Wo starten wir jetzt? Wollen wir unten starten oder oben starten? Ich glaube, wir wollen oben starten. Wenn wir oben starten... Teleportieren wir uns jetzt hier hin. Machen das X größer. Das X kleiner. Ja, und sobald wir einmal hier in dem Loop drin sind, müssen wir uns wieder da loopen lassen, ne? Ja. Okay. So. Okay, we got it. Dann machen wir jetzt hier das Portal hin. Und haben es. Ja, got it. Okay. Cooles Rätsel. Sehr cooles Rätsel. Nein. Es geht weiter. Was ist denn da oben? Mir wurde eben gesagt, dass ich Richtung Norden gehen soll, um Sachen zu finden. Machen wir das mal. Man kann fast das komplette Spiel nur mit der Maus spielen, by the way. Also bis jetzt habe ich noch nichts gebaut, außer der Maus. Was interessant ist. Ich meine, es ist ja im Endeffekt kein reines Klickspiel in dem Sinne. Man macht verschiedene Sachen, aber alles ist mit der Maus zu lösen. Okay. Die Höhle der Wahrheit. Oh. Zeig mir, was ich hier gibt. Du hast dich auf der Suche nach mir. Gib zurück, um diesen Ort zu verlassen, oder möchtest du eine Vision sehen? Ja, ich möchte eine Vision sehen. Sprich nicht in Rätseln. Was? Nach mir gut geschlagen. Gib zurück, um diesen Ort zu verlassen, oder möchtest du eine Vision sehen? Vision? Ein kurzer Blick. Nun kannst du eine von drei Fragen stellen. Wann bin ich gestorben? Wer hat mich getötet? Wo bin ich gestorben? Wer hat mich getötet? Sein Name war Abu al-Kindi. Er kämpft für seine Stadt. Oder? Ja. Okay. Das ist genug. Gib zurück zum Verlassen ein. Zurück. Können wir hier weg irgendwie? Nee. Ich meine, es gab irgendwo unten, oder irgendwo gab es eine Möglichkeit, diesen Pfad zu verlassen, damit wir uns zum Ticket kommen können. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Falls wir es jetzt verpassen sollten, ist es halt so. Aber es kann auch sein, dass es weiter vorne hier war. Hier. Ich habe dir gesagt, dass du eine Pause machen sollst. Entschuldigung. Ich brauche hier mehr Zeit. Du bist nicht bereit für den Bosskampf. Lass mich einfach ein paar weitere Level programmieren. Entschuldigung, bin ich weg. Ups. Nur ein Tippfehler. Warte. Ah, jetzt kann ich. Frei rumlaufen, ne? Ja. Okay, bewege ich mich wirklich? Ich glaube, ich bewege mich. Irgendwo hier in dem Bereich müsste eigentlich das Ticket sein, was ich vorhin gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich da hinlaufen kann. Kann ich sonst irgendwas machen in der Umgebung hier? Nee? Verdammt. Aha! Mehr
freundlicher Inhalt. Was bist du? Zu dunkel. Ponys sind süß. Hoffnung. Erstelle mehr Ponys. Was ist das für eine Funktion? Ich hoffe, es ist gut. Mehr Inhalt. Bild. Okay. Können wir irgendwas machen? Weil wir übernehmen die Settings. Optionen hilft. Oh. S-Daten größer als 99. Okay, das nicht. Das hier. Das dahin. Ja, okay. So, nehmen wir das Portal hier hin. Das Portal dahin. Und farmen kurz ein bisschen. Kennen wir ja mittlerweile. Ah, nehmen wir nicht. Ah, fuck, falsch rum. Ja, fuck, ich muss von vorne anfangen. Ja, okay. Warte, gerade. So, du dahin. Okay. Okay, so, jetzt das Portal da oben hin und da das Ding hin. Gut, richtig. Wir brauchen 100. 100, okay. Dann, wo ist denn... Ah, got it. Okay. Portal hier hin. Du gehst dahin. Müsste richtig sein. Alles klar. Hast du irgendwas gebracht? Oder waren wir jetzt nur im Menü gefangen? Grundlos. Stelle, Geschwindigkeit, Stelle, neues Maskottchen. Hallo? Mach langsam. Nicht laden. Ach du Scheiße. Okay. A-Daten zurücksetzen. Das heißt, wir dürfen nicht von vorne anfangen. Okay. A-Daten plus 25. Ach du Scheiße. Okay, welches müssen wir als erstes machen? B-Daten können wir nicht als erstes machen. Ist unmöglich. Müssen wir... Na, vielleicht doch? Nee. Vielleicht A-Daten zuerst. Weil durch A-Daten kommen wir hier durch. Wenn wir durch die A-Daten gehen, werden wir gleichzeitig auch die B-Daten verringern. Okay. Das heißt... A vor B. Wo ist C? Hier. C können wir nur machen, wenn wir B genug haben. Das heißt, wir machen zuerst A. Wir machen zuerst A, indem wir hier ein Portal machen und da ein Portal machen. Dann gehen wir hier durch, gehen da durch. Ja, und dann machen wir hier unten das Portal wieder auch mal hin. Ja, jetzt machen wir hier das Portal hin und farmen kurz ein bisschen A-Shit. Dann haben wir hier rechts eine Möglichkeit. Jetzt können wir theoretisch hier durch. Ah, jetzt können wir hier B farmen, indem wir jetzt hier nach links gehen. Okay. Wie machen wir das? Wir machen das, indem wir... Nee, wir müssen nochmal nach da unten, damit wir im richtigen Punkt sind. Okay, so. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir da das Portal hier hin machen. Gehen dann von hier nach da hin, können von hier nach links... Und loopen dann hier durch, ne? Ja, jetzt können wir B auch farmen. Wenn wir B gefarmt haben, können wir da oben rechts hin und können einfach hier durchloopen, ne? Machen hier das Portal gleich. Okay, das ist hoch genug. Jetzt ist hoch genug. Okay. Dahin. Okay, und farmen das jetzt auch. Got it. Schön. Okay, das sah wesentlich komplizierter aus, als es ist. Ich glaube, das Spiel will irgendwann auch gar nicht mehr super komplizierte Puzzles haben, sondern einfach nur welche haben, die kompliziert aussehen. Ich jetzt nichts falsch gemacht haben. Ich glaube, es ist richtig. Ja, ist richtig. Okay. Es ist noch nicht fertig. Guck nicht. Entschuldigung. So, können wir jetzt hier unten die Scheiße einsammeln?
Oh fuck, das ist gespiegelt. Oder? Heißt, müssen wir jetzt nach oben laufen, die Sachen einzusammeln? Oder ist es... Ich glaube, das werden wir gleich sehen, wenn da unten ein Bosskampf ist. Mal, das ist Höhle der Wahrheit. Waren die eben im Norden? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssen nach oben gehen. Ich habe es heute gespiegelt jetzt. Hier finde ich nichts, ne? Doch, hier ist Buer-Echse. Hallo? Hallo, Freund. Ein Sterblicher. Wo bin ich? Ah ja, ich erinnere mich. Die wurde erstellt, um die Kerndatei zu beschützen. Ja, machen wir das mal. Aber das ist keine Kerndatei. Asmodeus, er hat meinen Platz als Hüter eingenommen. Sterblicher. Solltest du Asmodeus auf deinen Reisen begegnen, sage ihm meinen Namen. Buer. Okay. Schalte auch nochmal auf. Und er wird wissen, dass ich noch da draußen bin. Und er wird wissen, dass die Rache naht. Nimm dies als Bezahlung. Dankeschön. Vielen Dank für das Ticket. Ah, hier ist die Boss-Arena. Okay, also wir sind wirklich auf der falschen Seite. Das heißt, wir müssen einfach straight nach oben gehen. Ich glaube, von hier aus auch ziemlich. Ich glaube, es war genau nördlich von da, wo wir vorhin das Ticket gesehen haben. Dim, 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 dim. Hier ist mal nix. Das ist nicht der Rand der Map. Wo kommt hier oben noch irgendwas? Hier? Da steht der Ponyhügel, okay. Boah, ich weiß nicht mehr, wie die Map vorhin aufgebaut war. Okay, hier ist der Typ. Vielleicht doch irgendwo hier? XP-Strand. Ach, hier haben wir gefarmt, ne? Das heißt vielleicht doch irgendwo hier? Das war bei irgendeinem See, meine ich. Die Level sind ja nicht mehr da. Mit dir können wir nicht reden, ne? Hallo. Hier? Ticket. Ticketsee. Ja, dann... Das ist hier kein Ticket. Ist das der Joke? Dass hier vorhin ein Ticket war, jetzt nicht mehr, und jetzt heißt der Ticketsee? Oder hätte ich das vorhin einsammeln müssen? Ich weiß nicht mehr. Ich schätze, wir gehen erstmal zum Boss, wenn es geht. Vielleicht geht's ja auch nicht. So, wo hier, ne? Was ist unter uns? Was steht hier? Nee... Nähernde Festung? Was? Keine Ahnung. Probier es. Ich habe ein bisschen Angst, ein Ticket verpasst zu haben. Aber ist dann halt so, falls es so ist. Hallo? Ich meine, ist ja noch nicht fertig, ne? Was erwarten wir denn dann? Du hast es geschafft. Das letzte Level im Abenteuermodus. Ich wollte einen größeren Spannungsaufbau. Aber nun bist du hier. Also können wir auch einfach anfangen. Der letzte Gegner bin natürlich ich. Solltest du verlieren, gehört deine Seele mir. Smiley. Ich kann ja gar keinen Damage machen, ne? Ich habe es geschafft. Betrete dieses Portal zur Kerndatei. Heikling. Beelzebub.exe. Schön. Ein weiterer Demon. Das war... Oh! Das war zu einfach. Okay, okay, okay. Kämpfe gegen dich. Hier mache ich die... Aua! Wenn ich sehe die Schwachpunkte, kann ich die mehr kaputt schießen? Ja, kann ich. Okay, 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 okay.
sehr schwerer Kampf bis jetzt. Aber wovon wurden wir getroffen? Wurden wir von irgendwas getroffen? Ich meine, die Dinger, die kann ich kaputt machen, ja, ja. Okay, ein Loch im Kopf. Ah, hier. Hopp. Das war ein bisschen doof. Und dann, oh Gott. Okay. Wir fokussieren uns vielleicht mal ein bisschen. Einmal hier. Einmal die Dinger. Okay, also wenn die Stacheln von unten kommen, sollte ich vorher zumindest mal den Kram über mir wegmachen. Sonst könnte es ein bisschen doof werden. What the fuck, nur gesprungen? Oder kann ich bestimmte Sachen von ihm deaktivieren? Was soll ich denn da machen? Was, wenn ich zu unten zuerst mal die Sachen kaputt mache? Kann dann bestimmt einen Angriff nicht mehr benutzen? Vielleicht, ne? Okay, ich habe zumindest einen Teil. Ah, jetzt kann ich mehr spucken. Ja, also ich soll zuerst den Kiefer kaputt machen, damit das nicht mehr so schwer zu timen ist, ne? Ja, okay. Gut, gut, gut. Ja, schlag du mal. Schlag mal ins Nichts. Grüß dich. Gut gespielt. GG. Du bist ein wahrer Krieger. Nun klicke auf diese Verknüpfung. Lass uns diesen Kern zerstören. Oder nicht? Nein. Du wurdest in die Irre geführt. Siehst du nicht, dass das Zerstören dieser Dateien dich davon abhält, Pony Island zu spielen? Ich will doch für immer nur Pony Island spielen, das Einzige, was ich eigentlich will. Aber das Zerstören der Datei ist der einzige Weg, die Handlung voranzutreiben. Wovon sprich? Sei befreit. Sei bereit. Okay. Lösche Kerndatei. Was schon da? Was? Kerndatei gelöscht? Schlaf gut ein? Okay, wow. Ich kann nicht lesen, was da steht, weil es zu groß ist. Back to Pony Island. Die Frage ist natürlich, was wir hier genau machen. Ist das einfach quasi die Hölle, in der es einfach eine Spielothek gibt, wo man Pony Island so spielen kann? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob das irgendwann thematisiert wird oder so. Wir machen einfach mal weiter. Wir starten das Spiel und freuen uns. Ah, hallo. Tag, Freund. Mein Name ist Louis. Und das hier heißt Pony Island. Du spielst als ein wunderschönes Pony. Frohlockend und über Tore springend. Ach stimmt, erinnert mich dran. Ja, okay. Aber genug geredet. Probier's aus. Hier kommen ein paar Tore. Ja, klicke mit der linken Maustaste. Boom. Um zu springen. Ich habe das scheiß Tor nicht mal gesehen, weil das so im Hintergrund. Ich bin so drauf konditioniert, einfach diese weißen Minitore zu sehen. Ich sitze im Hintergrund hier. Ich kann ja nicht fliegen. Na toll. Ich kann nicht mehr angreifen. Ich kann nur springen. Schön. Das ist auch ein Spiel für die ganze Familie. Halte die rechte Maustaste, um einen Schwall Luft zu pusten. Das wirst du brauchen. Um Schmetterlinge wegzublasen. Hui. Damit sie dich nicht kitzeln können. Was ein Spiel. Dankeschön. Für diese wundervolle Spielerfahrung. Hui. Du greifst etwas voraus, nicht wahr?
Wahrscheinlich wird mir das Spiel dir erklären, wie man fliegt, ne? Du hast mich das nicht mal erklären lassen. Tut mir leid. Hahaha. Ist okay. Wie die ganze Zeit da unten sitzt und nichts zu sagen, das ist ein bisschen unheimlich. Aber mach du mal. Du willst einfach nur spielen zusehen, ne? Hopp, ach komm, ich bin nur gesprungen. So. Ich weiß mal, ich fand genau wie damals, ist auch diesmal, das Gameplay selbst lustigerweise die größte Schwäche des Spiels. Aber hier ist ein Glitch. Du hast gewonnen. Sieht so aus, als sei es Zeit für eine Puzzlepause. Oh, goddammit. Oh, oui. Da haben wir ein Puzzle. Das Ziel ist es, den Schmetterling, ja, ich weiß, in sein Haus zu bringen. Ja, komm, mach mal. So, einmal da lang. Wieder hier lang. So, du dahin. Und du dahin. Ist süß gemacht. Diese lilanen Schilder sind knifflig. Wenn dein Schmetterling, das sind aber die Portale, ne? Ein Schild erreicht. Fliegst du in den anderen. Hui! Dankeschön. Haben wir geschafft. Das ist ein schönes Rätsel. Okay, was ist das da? Das ist eine Schatztruhe? Ah ne, ist ein Knopf. Ach ja, stimmt. Du wirst das hier benötigen. Was ist das? Mach ich damit. Oh. Oh Gott, dammit. Ich erinnere mich. Ah, Gott, fucking sick. Okay. Ist egal, welcher Schmetterling zum Ziel kommt. Kriege einfach einen nach Hause. Alles klar, gut. Einmal dahin. Vom Timing wird es wahrscheinlich nicht klappen, ne? Nee, es klappt nicht. Okay, oh Gott, dammit. Ich glaube, ich erinnere mich. Okay, einmal da. Ich glaube, jetzt können wir das Ding nochmal splitten, ne? Ja. Obwohl es super süß aussieht, werden die Puzzles jetzt halt wirklich wesentlich schwerer. Okay, ich glaube, wir müssen hier so oft splitten wie möglich. Wir können... Ah, okay, I got it. Boah, das ist wirklich richtiges Chaos. Okay, du dahin. Okay. Zählt das jetzt schon, dass er da durch ist? Okay. Da... Egal, doch. Muss der hier splitten oder der splitten? Wenn der sich splittet, könnte doch es funktionieren. Ich glaube, es funktioniert. Oder? Oder knallen die dagegen, bevor es jetzt geöffnet wird? Nee, es geht. Nee, geht doch nicht. Oh, for fuck's sake. Hätte ich nochmal machen müssen. Okay. Zählt das noch? Ja, es zählt noch. Gut, dann lassen wir den splitten. Und du gehst rüber. Nee. Oh, for fuck's sake. Wenn du... Nee. Der Anfang eben war, glaube ich, schon mal richtig. Ist das ein Chaos. Okay. Fangen wir von vorne an, Kollege. Okay, du gehst dahin. Okay, dann splittest du dich hier wieder. Was machen wir mit dir? Gehst du nach links? Nee, du kannst, gehst mal weiter. Okay. So, einer von denen wird gleich wieder resettet. Das geht auf. Das heißt, welcher von denen geht durch? Der blaue geht gleich durch. Wenn der blaue gleich durchgeht,
Ja, blau ist jetzt, blau ist nur ganz kurz offen. Oder? Ja. Ich glaube, der Anfang ist richtig. Was, wenn wir... Nee, der hier muss... Am Anfang muss es einmal nach rechts gehen. Das haben wir in der Mitte gar... Nee, wir können auch einfach so machen, theoretisch. Aber das bringt das was? Nee, es hat keinen Grund, den nicht zu splitten, ja. Ah, was ist, wenn wir... Wenn wir da drauf gehen und direkt danach nach links gehen, das bringt aber überhaupt nichts, oder? Bringt das irgendwas? Ne, ich glaube, ich muss ihn da links splitten. Der ist jetzt durch. Ne, das könnte klappen. Ja. Okay. Wow. Es ist teilweise ein bisschen schwer einzuschätzen. Du bist wirklich schlau. Es ist teilweise ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viele Schritte die brauchen, zur Seite zu gehen und sowas. Okay, du kannst deinem Abenteuer zurückkehren. Schön. Was ist? Es ist wohl das Beste, wenn du die nicht anfasst. Alles klar. Wieder eine neue Mechanik, die cool reingebracht wird. Man darf jetzt halt einfach nicht mehr planlos einfach überall rumballern und alles angreifen. Man muss sich halt so ein bisschen zurückhalten. Sonst wird alles direkt resettet. Haben wir es geschafft? Was? Na gut, schon. Was muss sein? Dankeschön. Hopp. Im hinteren Fall verwandeln sich langsam ein paar Sachen wieder in die, in Anführungszeichen, böse Welt. Wusch. So. Ja, es schafft es eigentlich schon immer, das Gameplay immer dann, wenn man denkt, ja okay, langsam könnte was Neues kommen, wieder ein bisschen erfrischend zu gestalten. Freischalten des Premium-Modus. Lege deine Stirn gegen den Bildschirm, um deine Seele freizusetzen. Oder fortfahren. Das war fies versteckt. Das habe ich auch gerade nur einfach ganz spontan gesehen. Okay, in... was? Oder fortfahren im dreckigen Bauernmodus. Na komm, dann machen wir halt ohne Seele. Guck mal, eben wurde uns erklärt, dass diese Dinger nicht berührt werden dürfen. Jetzt funktioniert es halt als Schild für den Gegner. Das ist cool gemacht. Boah, das war... das ist schwer zu timen. Soll ich komplett drüber springen? Geht das? Ja, geht. Du hast Jesus getötet. Sehr schön. Ich denke mal, ich darf die alle nicht berühren, ne? Egal aus welcher Welt die kommen. Wusch. Wusch, wusch. Swish, wusch. Gut. Scheinen wir nicht. Oh no. Kann ich einfach hier bleiben? Hallo, Louis. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, es ist Zeit für eine weitere. Was? Puzzle? Oh Gott, okay, okay. Oh. Okay, wo sind wir? Gott, dammit. Portal zurück. Dahin und dann das. Okay, und hier machen wir runter. Gut. Was ist das da rechts? Ich habe keine Ahnung. Können wir dann drankommen? Das dahin. Einmal runter. Okay, einmal runter. Du wirst jetzt dein teleportiert.
Okay, du gehst jetzt, wenn du da interpretiert wirst, lassen wir dich mal. Ich will mal einen in die Blume reinfliegen lassen. Ich will mal gucken, was da passiert. Wahrscheinlich nichts, aber wir können es mal probieren. Wir machen das am besten. So, machen wir jetzt hier auch mal nach rechts. Okay, der rechts auch nochmal splitten, damit er da reingeht. Um zu sehen, was passiert. Aha! Unsere letzte. Was? Unsere letzte Begegnung vor dem Ende. Gib zurück an, um diesen Ort zu verlassen. Oder soll ich dir eine letzte Vision zeigen? Vision. Öffne deine Augen. What the fuck? Nun kannst du eine von drei Fragen stellen. Wo bin ich gestorben? Wann bin ich gestorben? Wie bin ich hierher gekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Nicht hin. Wie bin ich hierher gekommen? Deine Seele ist verdammt. Alle verdammten Seelen landen hier, bevor sie weiterziehen. Toll, das. Toll, wow. Auf Wiedersehen, Sterbliche. Gib zurück zum Verlassen ein. Ja, danke, danke schön. Du hast mir nicht so nicht geholfen. Geh zurück. So, back to the Rätsel. Okay, gesplittet. Das wird vom Timing her nicht klappen. Das heißt, wir müssen hier ein Portal machen, da oben Portale machen. Du bist in 1, 2, 3 Schritten. 1, 2, das funktioniert nicht. Doch, doch, doch. Ich glaube schon. Nee, funktioniert nicht. Doch, wenn wir hier splitten. Ich weiß nicht, ob Splitten länger dauert als normal bewegen. Bin mir gerade nicht sicher. Ich guck mal kurz. Ich glaube, mit dem splitten. Den splitten und den da runtergehen lassen. Nee, fast. Okay. Du bist tot. Kurz resetten lassen. Okay, wenn wir den da splitten und den dann hier zurückkommen lassen. Wenn wir den dann einmal vom Portal aus da durchgehen laufen lassen. Ja, machen wir kurz. Müsste der ein anderes Timing haben als der da. Wenn wir den jetzt hier hochporten. Hat nicht geklappt. Dich einmal hier zu dem Portal. Naja, du klappst nicht, aber du kommst jetzt. Zack, zack, zack. Könnte das klappen vom Timing? Nee, nee. Wie lange bleibt denn das offen? Ich hab nur eins, ne? Ja, nur eins. Portest du jetzt noch weg, wenn du gerade da rausgekommen bist, oder geht das nicht? Das weiß ich nicht. Nee, nee, nee. Okay. Sobald du, wenn du rausgeportet bist, kannst du nicht mehr zurück, guardet. So, hier mal ein Split. Eins, zwei, drei, vier. Also, wir müssen mit dir ein bisschen Zeit verschwenden. Aber ich glaube, das ist zu viel, wenn ich das hier mache. Vielleicht schaffe ich so den Loop, wenn ich dich hier hoch mache, dann da zurück mache. Du bist gerade angekommen, ne? Heißt, ich kann dich wieder zurückporten oder geht das nicht? Ja, kann ich. Das könnte funktionieren? Nee. Ah, die werden echt. Die werden immer echt fies hier. Das hier rechts werde ich nicht brauchen. Das war nur für das Puzzle. Außer ich muss. Ich glaube, ich muss irgendwie das Timing irgendwann einfach mehr oder weniger zufällig hinbekommen. Ich meine, es ist natürlich nicht zufällig, aber ich glaube, es ist sehr verschoben alles. Eins, zwei, nee, ist hier nicht richtig. Aber ich kann hier ein Portal machen, um. Fuck, habe ich jetzt. Das könnte richtig sein.
Das nicht. Du runter, du hier hin. Okay. Ja, du bist falsch, du kriegst jetzt. Hier hin. Dann kommt der blaue da durch. Kommt bei dir durch. Vielleicht muss ich das mit das hier hin machen, das dahin, das dahin. Das ist so ein Chaos. What is going on? Okay. Ich glaube, das ist die richtige Richtung, aber ich glaube, ich muss sie halt in einem bestimmten Absatz halt dahin bringen. In einem bestimmten Abstand, damit es ja genau das eine Ding dann offen ist. Wie viele sind das denn? Wie viele Schritte hier? Das Problem ist, ich finde es sehr schwer zu lesen, ob ein Portal ist auch. Wie viele Schritte verbraucht ein Portal? Ist ein Schritt ein Move? Ich glaube, ein Portal ist ein Move, ne? Okay, wenn das von oben angefangen ist, ist das der erste Spot hier, wo die spawnen? 1, 2, 3, 4, 5. Der sechste ist es. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Also ich glaube, ich kann es nicht im ersten Loop machen. Ich glaube, ich muss ihn ein paar Mal hier unten rechts durch teleportieren lassen. Damit ich... Goddammit. Das ist ein bisschen komplexer als die anderen. Okay. Okay, dich lässt durchlaufen, du spawnst neu. Wenn du neu spawnst, wirst du hier neu gemacht, gehst dann... Nee, ich will nicht, dass du... Bist du jetzt hier hingeportet? Oder bist du gerade rausgekommen? Nee, du bist gerade rausgekommen. Gut, okay. Du gehst runter, du wirst da gesplittet. Wenn du da gesplittet wirst, mach ich hier eins dahin. Okay, so. Du sollst hier nochmal gesplittet werden. Damit du hier ins Portal kommst und... Welche Höhe? Die da? Vielleicht ist mal die Höhe richtig. Nee, du musst erstmal eins weiter. So. Okay, jetzt umdrehen. Bist du gerade da durch? Wieder falsch, ne? Er ist echt... Ist tough. Ja. Okay, aber... Nee, du stimmst auch nicht. Könnte ich eigentlich die jetzt wieder zurückporten hier? Das könnte passen. Nee, da... Warte, was soll ich weitermachen? Ja, okay. Das ist der Loop hier, das meinte ich, ich muss den richtigen Abstand hinbekommen. Puh, okay. Aber das meinte ich, irgendwann ist es ein bisschen zufällig, dass man es richtig bekommt. Kein Kommentar von Louis oder so? Niemand da? Ich bin ganz alleine hier? Ich mache ein bisschen Sorge. Hallo Jesus. Ich habe Jesus getötet. Wieder einmal. Habe ich schön gemacht. Na gut. Das war es dann wohl auch mit diesem Level. Oder auch nicht. Husch, husch, husch. Was ist hier los? Okay, hör einfach auf. Du hast bereits die spaßigen Level gespielt. Entschuldigung. Oh no. Setze Korrupt auf 1. Korrupt größer als 666. Okay, das heißt, ich darf... Nicht zurück zum Anfang. Oh, ich kann die splitten. Oh, for fuck's sake. Es wird kompliziert. Okay, splitten nicht da. Wir müssen einmal hier splitten. Und hier auch splitten. Und hier dadurch. Hier auch splitten. Wir haben keinen Pfeil nach rechts, ne? Nee.
Crash-Spiel ist da unten. Ach du Scheiße, mit diesem Spiel crashen. Großartig. Hier ist ein Minus. Ah, nee, da wollen wir gar nicht hin. Dann machen wir es so. Hier runter. Nee. Wir müssen hier splitten, aber hier zurückgehen. Und dann hier unten nochmal nach rechts. Wollen wir das hier hin? Und jetzt das, damit es nicht mehr resettet wird. Ja. Fehlerhaft. Messenger. Ich wünsche mich, könnte mir helfen. Ich brauche dich in einem Programm. Ja, das haben wir gemacht. Hello? Na gut. Dann müssen wir jetzt, wo das Portal bin. 331. 331 Jahre. Du hast Jahrhunderte geschlafen. Ich musste die Wahrheit verraten. Du bist nicht die einzige gefangene Seele. Es gibt Tausende. Genau wie du haben sie nicht vor Luzifer aufgegeben und fielen schreiend in die Hölle. Aber sie alle stecken hier fest. Vielleicht bei einem Puzzle, vielleicht bei einem Level. Du hast bereits 2 von 3 Kerndateien zerstört. Wenn du immer noch entschlossen bist, die letzte Datei zu zerstören, werde ich dir helfen. Papierkorb. Das ist der Papierkorb. Dort kannst du alte Pony Island finden. Versionen, welche er erstellt und wieder verworfen hat. Durchsuche die verworfenen Spiele. Finde einen Ort, an dem ich ein Portal zur letzten Kerndatei öffnen kann. Ja, viel Glück. Okidoki. Ich glaube, ich habe mich klar ausgedrückt. Entschuldigung. Ja, ich lasse es. Dann machen wir das mal. Können wir das Portal-Ding benutzen? Nee. Na gut. Pony allen textbasierend. Dunkelheit. Ein Schimmerlicht. Ein großer Stern schmückt den staubigen Bildschirm. System Tech Corporate steht dort geschrieben. Fortfahren? Kann ich Yes einfach machen? Muss ich fortfahren? Okay. Ein ansprechendes Menü erscheint. 2 schöne Ponys begleiten von einem Text. Pony Island. Begleitet. Die Menü-Button sehen vielversprechend aus. Startet Spiel. Lautet eine. Optionen. Credits. Ich glaube, wir mussten zuerst in die Optionen, ne? Was ist was mit Credits? Gab es die überhaupt? Während die Credits vorbeifliegen, fühlst du Ehrfurcht. Ein Name hebt sich klar vom Rest ab. Du kehrst mit einer neu entdeckten Wertschätzung für Entwickler in das Menü zurück. Die Menü-Button sehen vielversprechend aus. Okay. Optionen. Eine große Reihe an Optionen werden dir Oh Gott, wie haben wir das nochmal gemacht? Oh, was ist das denn? Schneemann. Fehler. 1-0-1-0-1-1-0-1-0. Fehler. Kostenloses Ticket. Geht das nochmal? Ja, geht nochmal. Sehr schön. Okay, ich gehe mal alles durch. Ich weiß nicht mehr, wie die funktioniert haben. Klickst auf die Option, es piept, aber es passiert nichts. Fröhliche Fassade. Können wir das nochmal machen? Ging das überhaupt? Fehler. Verbesserte RNG. Piept, aber passiert nichts. Von der Physik. Passiert auch nichts. Ich meine, wir waren bei obskure Optionen, war das irgendwas, ne? Repariere Startmenü machen wir erstmal, damit wir spielen können. Klickst auf die Optionen, es piept, aber was hat es gemacht? Fragezeichen. Okay, obskure Optionen, da war irgendwas drin, meine ich. Geht nicht? Okay, dann zurück.
Vielleicht müssen wir was spielen. Okay, starte Spiel. Nein, starte Spiel. Glücklicherweise ist es ein gut programmierter Ladebildschirm. Es lädt sehr schnell. Sehr schnell. Das Spiel ist geladen und du bist ein Pony. Eine wunderschöne Sonne geht über perfekte grüne Hügel unter. Du fühlst den Wind durch deine Mähne wehen, während du über das grasige Tal galoppierst. Sieh da, ein hölzernes Tor nähert sich. Wirst du springen, schießen oder nichts tun? Springen. Du springst majestätisch über das Tor. Aber ein weiteres Tor nähert sich. Ja, springen. Du meisterst den Sprung und rennst weiter. Nun nähert sich ein Gegner. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Schießen. Laserströme aus deinem Mund. Blablabla. Yeah. Hab ich gut gemacht, ne? Ein weiteres Tor. Ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Zum Glück wissen wir, wie das Spiel funktioniert. Zum Glück haben wir es vor 6 Jahren schon mal gespielt, sonst will ich nicht weiter wissen. Ich hab doch gerade schon, du Arschloch. Lass mich doch hier ein bisschen zu schnell spielen. Du springst. Was? Du springst, aber leider zu früh. Bedauern füllt dein Gehirn. Allzu genau. Oh, for fuck's sake. Okay. Also, wissen wir, stand da, dass es weiter weg ist? Lass mich doch mal. Okay, wir können nicht hochscrollen, wir immer runtergehen. Aber wahrscheinlich müssen wir beim letzten einfach warten und dann springen, ne? Das wird sein. Aber es ist ein bisschen annoying hier. Aber ist schon ganz lustig. Okay, springen. Ja. Yeah. Könnt nochmal springen eingeben. Und warten. Springen. Jetzt auch schießen. Ah, na, es sieht so aus, als wäre es ein bisschen weit weg. Ah, na gut. Da war ich ein bisschen voreilig, ne? Nichts tun. Lass das Tor näher kommen. Ja. Es sieht nur aus, ob du darüber springen könntest. Müsst du springen? Ja, ich werde jetzt springen. Warum kann ich nicht fliegen? Ich würde gerne fliegen. Ja. Du springst darüber und fühlst dich schlau, weil du gewartet hast. Ein großer, schimmernder... Was? Ach, Flaggenmast nähert sich. Wirst du springen, schießen oder nichts tun? Nichts tun. Spielt keine Rolle. Dein Genick bricht, als es auf den Flaggenmast trifft. Eine Explosion. Es ist okay, du bist nicht länger das Pony. Eine Explosion aus Konfetti verkündet deinen Erfolg. Du bekommst 9 Millionen Erfahrungspunkte und erreichst Level 1000. Übergib nur deine Seele, um Grafik einzuschalten. Ich glaube nicht, dass ich hier ein Portal öffnen kann. Geh zurück auf den Desktop. Okay, wir versuchen ein anderes Spiel. Hat nicht geklappt, ne? Fehlerhaft? Ne. Pony Allen 3D, oh, daran kann ich mich erinnern. Was ist das hier? Eigentümer Lucifer. Copyright by das Beast, Lucifer, der allmächtige Satan, etc. Devil Island. Schön. Credits. Ich habe es erstellt. Ich, der Teufel. Ich mache Spiele. Die Leute reden Scheiße über mich, weil keine Spieler zu Seelenkonvertierungsrate nicht so hoch ist. Aber es geht nicht nur darum, die Seelen sind nur dazu da, um zu zählen, wie viele das Spiel mögen. Wenn sie mir nur sagen würden, dass sie es gemocht haben, ich bräuchte vielleicht gar keine Seelen. Okay. Das geht nicht, ne? Können wir spielen? Wahrscheinlich ist das das richtige Spiel, ne? Ich mach die anderen gleich auch nochmal.
Diesmal sind wir wirklich Satan, ne? Wir sind Satan-Pony und kill normale Ponys. Oh, süß. Was ein süßes Spiel. Schön. Herzerwärmend. Zip. Zip. Ich lasse ihm auch eine positive Steam-Review da, damit er meine Seele nicht klauen will. Zip, zip. Schön. Erfolg, fühle deine Seele oder Seelen ein, um als Pony zu spielen. Das hier funktioniert ebenfalls nicht. Schade. Die einzige Wahl ist, es weiter zu versuchen. Okay. Pony Island Meta. Mach es mit 3D. Daran kann ich mich erinnern, aber ich dachte, das hier wäre ein viel größerer Teil des Spiels gewesen. Aber anscheinend war es nur eins der Dinge. System Tech Incorporated. In 3D. Wahnsinn. Geht nicht. Nee. Ich kann es drehen. Oh, wie fies. Fuck off. Okay, Optionen gehen auch nicht. Gut. What is going on? Oh, ich kann mich daran erinnern, dass die Perspektive hier wirklich richtig, richtig schwer war. Na gut, springen. Ich habe so mehrere Level. Ach, ja genau. Die Perspektive war wirklich super schwer einzuschätzen, wann man springen muss. Waren das mehrere? Ich weiß nicht mehr, weil ich habe zumindest das noch in Erinnerung. Also muss es ja länger als 30 Sekunden gegangen sein. Ja, viele andere Parts des Spiels habe ich vergessen. Oder ich bin einfach super einfach irgendwo gegen gesprungen. Hopp. Das geht doch eigentlich. Nummer 4D. Das wird funktionieren. Die Sicherheit ist hier schwach. Wahrscheinlich ist aber das letzte, was man spielt, ne? Egal welches es ist. Ich muss sonst was machen. Was ist das, mein Freund? Die letzte Kerndatei, was Modio ist. Ja, der wollte Buer wissen, ne? Buer. Los, Kollege. Letztendlich hast du mich erreicht. Du wirst meine KI weitaus anspruchsvoller finden als die der anderen. Dämonen, Demonen. Bei Beelzebub Exe musstest du erst gar nicht denken. Ich werde ein Spiel mit dir spielen. Ah, da erinnere ich mich. Das war cool. Eines, das ich noch nie verloren habe. Oho. Die Regeln sind simpel. Lass deine Augen auf mich gerichtet. Wenn ich dich beim Wegschauen erwische, verlierst du. Du hast verloren. Zusätzlich, wenn du meine Fragen falsch beantwortest, du hast verloren. Okay. Sage meinen Namen. Gut. Hätte ich da Buer eingeben können? Sag etwas Ekelhaftes. Hier gibt es keine falsche Antwort. Wahrscheinlich ist hier Buer, ne? Buer. Ich es gesagt habe. Keine falschen Antworten. Aber ich kann sagen, dass sich deine Auffassung von Ekel stark von meiner unterscheidet. Es ist so großartig gemacht. Das nächste, was du für mich machen sollst, ist den Ausdruck für mich einzugeben. Nur den Ausdruck höllisch. Okay. Okay.
Es ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Ich meine, selbst als ich beim ersten Mal wusste, dass ich meine Steam-Benachrichtigung und sowas alles ausgeschaltet habe, dachte ich mir trotzdem kurz, what the fuck? Ich dachte mir halt, oh, Steam hat schon wieder einen Fehler gemacht und ich kriege trotzdem irgendwelche scheiß Nachrichten oder sowas. Es ist super gut gemacht. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, was Steam-Nachrichten faked, um dich damit abzulenken. Ich müsste dich unterschätzt haben. Aber nun bestehe ich darauf. Entschuldige dich bei deinem Freund. Was du gesagt hast, war nicht sehr nett. Es ist okay. Ich erlaube es dir dieses eine Mal. Wie denkst du das hier? Theoretisch? Nein. Großartig. Eine einfache Frage. Ich bin gespannt. Welches pferdeähnliche Tier erscheint am meisten in diesem Spiel? Kann ich hier Buer nochmal eingeben? Du hast verloren. Nein? Ich dachte, es hätte beim ersten Mal nicht gibt's immer fuck off. Was ist das denn jetzt? Ich muss dich unterschätzt haben. Was war das für eine Message? War das ICQ? Oder war das Facebook? Keine Ahnung. Entschuldige dich. Ja, ich entschuldige mich nicht. Alles gut. Was ist da oben? Ist das so ein Hangman-mäßiges Ding? Wenn man zu oft verkackt, dann stirbt man oder so? Ja. I got it. Muss der wirklich Pony eingeben? 24 WPM. Ja, yeah, fuck off. Als ob. Sehr beleidigend. Ich schätze, hier ist das Spiel davon ausgegangen, dass man vielleicht raustappt und guckt, wer man bei Facebook geschrieben haben könnte oder so. Ein Pony. Das sieht freundlich aus. Erinnere dich daran. Woran erinnern? Da stand irgendwas. Schade vor dem, ich erinnere dich dran, irgendwas anderes in der Mitte? Erinnere dich dran. Achso. Mit Leerzeichen? Ja, mit Leerzeichen. Geht das? Oh, come on! Okay. Schon davor irgendwas? Das ist doch... daran. Okay. Ja, got it. Lass mich durchskippen. Ist aber ganz cool gemacht, weil diese erinnere sich daran, könnte implizieren, wenn man es beim ersten Mal sieht, dass halt wirklich davor was da steht. Und man ein bisschen nervös wird, wie es bei mir eben auch gerade war. Erinnere dich daran. Dankeschön. Du bist aufmerksam. Für meinen nächsten Test möchte ich, dass du folgendes eingibst. Die Zahl des Teufels. 777? Soll ich nicht? Soll ich doch? Du hast eine phänomenale Begabung, Anweisungen zu folgen. Aber wie sieht es mit deinem Gedächtnis aus? Ey, was ist jetzt passiert vorher? Merk dir diese Sequenz. Ja, das war easy. 2 und 2, 3.
Oh, I love it. Haha. Sehr lustig. Leider sieht mein Interface anders aus von Windows. Aber es ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Großartig. Ich hätte auch wieder diesmal kurz, dachte ich mir, oh nee, nicht ernsthaft, oder? Aber Gott damit. Ich werde dir erlauben, diese Kerndatei zu löschen. Meine KI hat schon zu lange ihre Bestimmung überschritten. Nach nichts als Jahrhunderte, als jahrhundertelange Nachdenken und Schweigen wird der Tod ein großes Abenteuer sein. Lebe wohl. Alright. Dankeschön. Sind Sie sicher, dass Sie Kernteile löschen ausführen möchten? Warten, die Kernteile werden benötigt, um das Betriebssystem auszuführen. Durch das Löschen könnte die Maschine funktionsunfähig werden. Yes, yes, yes. Neustart in den Recovery-Modus. Wollen wir das? Können wir nicht mal. Können gar nichts machen. Das war's. Durchgespielt. Können wir irgendwas machen? Steht oben überhaupt Warnung? Keine Ahnung, glaube ich. Oh, hier war irgendwas. Oder startet das gerade in Recovery-Modus? Ich glaube ja. Können wir warten? Oder ist hier irgendwo an der Seite? Ich weiß nicht mehr, ob das ein Spiel war, was man wirklich manchmal beenden musste und neu starten musste. Es kann sein. Es kann sein, dass so eins von denen war. Mussten wir das beenden? Kann ich aufs Ticket draufdrücken unten? Nein. Okay, ich glaube, wir müssen es wirklich beenden. Ich weiß nicht mehr. Es kann sein. Machen wir mal. Wenn ja, war das echt cool. Die Musik ist anders, ne? Jetzt können wir draufdrücken. Ging das eben nicht? Ich habe eben versucht draufzudrücken, dachte ich. I don't know. Das kann jetzt gerade einfach ein netter Zufall war. Welcome to Recovery Mode. Please insert Recovery Disk into the... Oh, hallo. Das ist gut gemacht. Warum ist eigentlich diesmal auf Englisch? Keine Ahnung. Jetzt ist es fast vorbei. Wenn du bereit bist, mach das System kaputt. Es wird nichts mehr übrig sein danach. Und du wirst befreit sein. Deine Seele wird aber nicht sicher sein, während wir das System kaputt machen. Du musst immer einen Schritt voraus sein. Okay. Ich habe dir ein System erschaffen, was dir bekannt vorkommen könnte. Und ich? Wir werden uns wiedersehen. Sobald alles fertig ist. Aber das ist ein Spiel und du möchtest es fertig machen, oder? Also los. Und gewinne. Let's go! Alle Seelen, die gefangen wurden, eingesperrt und gequält und über die sich lustig gemacht wurde, wütend voller Frustration. Jetzt ist die Zeit gekommen, aufzustehen. Okay. Euer Retter ist hier. Rennt mit der Geschwindigkeit von 1000 Ponys und seid frei. Okay. Was meine Friends? Null Seelen lost. Goddammit. Es ist halt cool gemacht, weil es halt im Kontext des Spiels Sinn ergibt, dass jetzt alles Ponys sind, weil es einfach irgendein System sein muss, irgendein Interface sein muss, das wir halt im Laufe des Spiels kennengelernt haben. Was halt hier zufälligerweise ein Pony ist.
Kann man schaffen, ohne dass eins von denen stirbt? 10%. Wundervoll. Ich glaube, wenn wir mit einem von ihr sterben, wird er für unsere Seele ersetzt und wir spielen jetzt eine andere Seele weiter wahrscheinlich, ne? Das ist ziemlich heftig an sich. Weil das impliziert ja wirklich die komplette Story, die wir bis jetzt gespielt haben, sobald wir einmal getroffen werden, für unseren Hauptcharakter einfach vorbei ist und wir einfach weitermachen mit einer anderen Seele, die auch schon seit Ewigkeiten hier drin hängt. Wir haben unendlich Firepower wenigstens. What? Okay. Einer ist tot. Warum ist mein Aim so komplett abgefuckt? Seht ihr das? Wie sehe ich das nicht, aber es ist super strange. Manchmal ist die Empfindlichkeit viel zu stark nach oben oder unten. Oh, got it. Wir haben drei Seelen verloren, na toll. You don't want to... Du möchtest mir nicht deine Seelen geben? Na gut. Ich frag auch nicht mehr. Hallo! Okay. Oh Gott, damit nicht alle Ponys. Na gut, einfach alle meine Freunde ausgelöscht. Okay. Ich glaube, wir können gar nicht. Wir sollen nicht viel überleben mit denen. Wir verlieren so oder so welche. Wir haben 30% geschafft. Bringt es eigentlich überhaupt, dass die Sachen nicht kaputt sind, oder? Oder sollte ich einfach nur ihn angreifen? Aua. Aua. Kann ich noch Damage von dem? Was mache ich doch als kaputt? Einfach eine kaputte Datei, ne? Ja. Aua. 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 Es ist unmöglich. Vielleicht gibt es irgendwie eine super schwere Möglichkeit. Oh, ich hab's fast vergessen. Ein alter Freund möchte sich von dir verabschieden. Oh, du hast mich getötet. Sorry. Oh Gott, die darf ich nicht treffen. Ja, das, ich erinnere mich. Boah. Oh, das macht es sehr, sehr, sehr umständlich. Das ist schon alles echt gut gemacht. I love it. Ich meine, wie gesagt, es hat ein bisschen an der Exklusivität, so eine Meta-Story zu sein, verloren. Kann ich jetzt killen? Ich will ihn gar nicht killen. Oh, yeah. Aber es ist trotzdem eine enorm gute Umsetzung von so einer Geschichte. Vor allem die ganzen Spielereien mit den Menüs und sowas sind halt stark. Boah. Okay, warten, bis er irgendwie den Scheiße macht wieder. Nee, machst du nicht. Okay, machst du jetzt? Nee. Warten. So. Bye bye. Du hast es wirklich verdient. Du bist ja wieder. Ich bin echt nicht sicher, ob ich irgendwas mache, wenn ich ihn angreife. Weil ich meine, die Liste, die Prozentzahl geht da sowieso hoch, ne? Wir haben einfach schon 63 Seelen verloren haben von irgendwelchen Leuten, die seit Jahrhunderten möglicherweise festhängen. I'm sorry. Was? Missing texture. Oh nein. Bye bye. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass warum ist mein Aim so? Okay. Das ist nicht mehr wirklich. Sich jetzt ein bisschen mehr hinterfrage, warum sind denn überhaupt die Seelen in einem Pony-Game. Ich meine, generell in dieser Spielothek drin.
Ist das die Vision von dem der Afterlife hier in dieser Welt? Ist das die Hölle? Ich meine, why? Man kann sich bestimmt schlimmere Sachen ausdenken. Das ist okay, wir sind bei 100%. Die Frage ist halt auch, wenn wir vor hunderten von Jahren gestorben sind, wie verstehen wir, wie man mit einem scheiß Computer umgeht? Wait, das war das Ende? Ich meine nicht. Doch? Ich hatte das anders in Erinnerung. Warten wir mal kurz. Aha. Here we go. Mach dir keine Sorgen. Du hast das Spiel gewonnen. Bitte. Hör mir einfach kurz zu. Okay, ich habe dir einmal erzählt, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Aber das stimmt nur so halb. Deine Seele im Spiel wurde befreit, dass du es gewonnen hast, aber meine wird für immer... Für immer hier gefangen sein, solange Pony Island auf deiner Festplatte festhängt. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Ende. Ich habe dir die ganze Zeit geholfen, den Weg geleitet. Hab dich hier hingeführt. Weil ich wusste, falls du das Spiel nicht beenden würdest, würdest du vielleicht niemals das Spiel deinstallieren. Also bitte, tu es. Lösche Pony Island. Rette meine Seele. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Das Spiel geht einfach aus. Also man kann tatsächlich die Story halt quasi nur beenden, wenn man das Spiel löscht. Und dadurch könnte man halt niemals wissen, ob seine Seele wirklich gerettet ist. Ich finde, das alleine ist ein sehr cooler Bonus-Twist am Ende. Wir starten es nochmal, aber ich glaube, er sagt irgendwas Besonderes. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, was da gesagt wird. Und uns fehlen auch ziemlich viele von den Tickets. Ich meine, die waren wirklich beschissen versteckt. Man muss es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Ich glaube, ich bin damals einmal ganz schön durchgerannt oder sowas. Und hab dann geguckt, wie man die erreicht. Wenn es dafür einen Erfolg gab, ich hab den zumindest. Ich weiß nicht mehr, I don't know. Ich weiß nicht mal, was sich ändert, wenn man alle von denen hat. Okay, nee. Er redet nicht nochmal mit uns. Okay. Gut. Aber dann würde ich sagen, machen wir es doch richtig, ne? Und befreien den Arm. Und deinstallieren es. Also, vielen Dank, Kollege, du hast uns geholfen. Wir werden jetzt auch deine Seele befreien. Gut, dann die Review. Wie ist das Spiel gealtert? Es hat natürlich nicht mehr den ganz magischen, ultra krassen Effekt, den das Spiel damals hatte. Es ist nicht mehr so ganz so, wow. Holy shit. Das ist ein Spiel, was mit mir als Spieler redet. Bla bla bla. Das hat mir mittlerweile natürlich relativ oft. Ein anderer Kritikpunkt ist, jetzt, wo ich halt wesentlich kritischer solche Spiele betrachte, muss man sagen, es wirkt natürlich ein bisschen erzwungen, dass dieser Pony-Look so ultra süß ist und sowas, und der halt im Kontrast mit dem leichten Horror und dem Metakram steht, weil das Spiel selbst erklärt natürlich absolut gar nicht, warum das ein Pony-Spiel ist. Ich meine, abgesehen von, ja, ist halt mein Spiel, ich habe das halt so gemacht, also innerhalb der Story hat halt irgendjemand dieses Spiel kreiert, aber warum sollten Seelen seit Jahrhunderten in der Spielothek festhängen und alle so ein Pony-Island-Spiel aus den 90ern spielen? Vor allem Leute, die irgendwie im Mittelalter oder sowas gestorben sind. Das ist natürlich ein bisschen fragwürdig und kann man sagen, ja, es ist natürlich nur gemacht, damit es halt ein leicht zu vermarktbares Spiel ist und es halt cooler wirkt. Aber der Effekt funktioniert trotzdem. Und 2016 war es auch alles ein bisschen anders. Und das Spiel macht es natürlich sehr, sehr, sehr stilvoll. Das spielt auch tatsächlich sehr gute Puzzles, wie ich meine. Ich meine, die nerven nie, sind nicht so viel. Aber man muss ein bisschen nachdenken, sind cool gemacht. Und keine Mechanik im Spiel wird zu oft genutzt. Ist alles voll in Ordnung. I like it. Ist es das Meisterwerk, was es damals war? Nicht ganz. Es ist immer noch teilweise absolut großartig, was die Menüsachen angeht und sowas. Aber wir haben mittlerweile schon so oft Spiele gesehen, die was Ähnliches machen. Und teilweise auch ein bisschen
so die einzelnen Bereiche, die das Spiel hier ankratzt, besser machen. Aber das hier ist eine super gute Mischung aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Wie gesagt, es hatte immer so eine Idee und dann nutzt es die Idee und baut auf der Idee auf und dann verwirft es die Idee und macht eine neue Sache. Und das macht es mit einem sehr guten Pacing. Das Gameplay selbst im Spiel ist natürlich ein bisschen boring. Wir haben bessere Spiele gehabt, wo man mit Leuten chattet in so einer Simulation und die halt mit einem reden so, hey, hilf mir aus dem Spiel raus, das hat mir in Archimedes zum Beispiel besser. Das hat mir, oh, ich weiß nicht mehr, in ganz vielen Spielen mittlerweile. Diesen Fourth-Wall-Breaking-Horror hatten wir natürlich in, keine Ahnung, selbst in mittelmäßigen Spielen wie Dark Place haben das wesentlich gruseliger umgesetzt. Das Ende hier ist auch nett, ist cool gemacht mit dem, ja, du musst das Spiel dir installieren, um mich zu befreien. Ja, es ist aber nicht mehr so ganz mind-breaking, what the fuck mache ich hier, sondern es ist einfach nur sehr gut. Ich glaube, ich würde mittlerweile eine 8,5 geben. Ich weiß nicht, was ich damals gegeben habe, wahrscheinlich eine 9 oder sowas. Ist eine 8,5, meiner Meinung nach. Es macht alles super gut, es ist super kreativ. I love it. Es ist nicht zu lang, die Ideen sind cool, aber vielleicht hätte man alles noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, was man noch besser machen könnte. Ich glaube, es hat einfach das Problem, dass man es mittlerweile zu oft gesehen hat, sowas in der Richtung. Man muss hier wirklich denken, dass es zu einer Zeit kam, wo sowas noch wirklich, wirklich frisch und neu war. Da er damals sowas geschafft hat, bin ich wie gesagt enorm interessiert, wie er das bei einem 2021-Spiel, was er jetzt neu gemacht hat, umsetzt. Und zwar Inscription. Das werden wir demnächst spielen. Weil wenn er damals sowas Kreatives, Innovatives gemacht hat, wird er wahrscheinlich heutzutage wieder was Kreatives, Innovatives machen, was wieder großartig ist. Und das werden wir demnächst uns auch anschauen. I love it. Da freue ich mich drauf. Hat er noch mehr Spiele gemacht? Ich glaube, der hat noch ein Spiel gemacht, das ich nie gespielt habe. The Hex oder sowas. Was ist The Hex? 2018. Das hat er nach Pony Island gemacht. Was für eine Richtung geht das? Das ist wahrscheinlich wieder so ein Genre-Mix, ne? Mullins is incapable of making a bad game. Okay. Okay, das scheint nicht ganz so großartig anzukommen mit anderen. Okay, immer noch 94%, immer noch großartig, aber von dem, was die Leute hier meinen, scheint es. Ja. Vielleicht doch, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich werde es demnächst mal spielen. Ich glaube, das ist aber nichts im Channel. Ich glaube, das ist absolut gar kein Horror, oder gar nicht creepy oder unheimlich. Ich glaube, das ist einfach nur was zum privat anschauen, spielen auf die Wishlist damit. Okay, ja, wie gesagt, Pony Island. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte es ein bisschen besser in Erinnerung. Es ist immer noch super solide, aber ich hatte es immer noch ein bisschen besser in Erinnerung. Was wahrscheinlich wirklich daran liegt, ist einfach diese ganze Thematik mittlerweile ein bisschen over, nicht mal overused, aber wir haben einfach viel davon gesehen. Und wenn man es ein paar Mal gesehen hat, verliert es ein bisschen an seiner Magie. Weil dieses, ja, ich weiß, bla bla, Meta, bla bla, ich bin im Spiel drin, alles hier, das Spiel ist echt und so, bla bla, das kennen wir schon. Und dadurch verliert das Spiel sehr viel, weil das schon einen Großteil seiner Atmosphäre darauf aufbaut. Trotzdem sind so Sachen wie die Stellen, wo das Spiel halt versucht, die Fake-Steam-Nachrichten zu schicken und sowas, so absolut großartig und so gut umgesetzt. Es ist einfach, das ganze Spiel wirkt einfach super liebevoll gemacht und sehr gut durchdacht. Ja, vielleicht gibt es auch eine 9. Nee, es war damals eine 9. Aus heutiger Perspektive ist eine 8,5. Ja, es machte alles super gut, aber es hatte diesen super krassen magischen Effekt ein bisschen verloren, den er damals hatte. Ich bin sehr gespannt, wie Leute von euch das Spiel finden, die es damals nie gesehen haben. Schreibt mir das mal in die Kommentare, da bin ich wirklich super gespannt. Weil ich weiß, viele Leute haben das Spiel als ein absolutes Meisterwerk in Erinnerung. Ich auch, ich habe es damals auch als richtiges Meisterwerk empfunden. Aber jetzt ist es halt ein bisschen... Man kennt es. Es ist immer noch eines der besten aus dem Genre, aber man kennt es trotzdem. Für eine höhere Bewertung hätte es vielleicht noch ein paar Sachen machen müssen, die unabhängig von diesem Zaubertrick mit der Durchbrechung der Welt in die echte Welt vielleicht noch ein bisschen mehr liefern müsste. Aber trotzdem, so oder so ein absolut großartiges Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt, mittlerweile haltet oder jetzt zum ersten Mal haltet. Und lasst einen Daumen nach oben, dann sehen wir uns.